Hallo, hallo, liebe Freunde. Dies ist einmal mehr eine ganz spezielle Harry Potter-Folge, denn es ist nicht nur der letzte Teil von Harry Potter und der Feuerkelch und es ist ein langer letzter Teil. Nein, diese Folge ist erneut gesponsert und sie ist gesponsert vom Tega Filmpalast, dem Hildesheimer Kino, das uns auch in diesem Fall wieder zwei Freikarten für euch zur Verfügung gestellt hat. Was ihr dafür tun müsst, hört ihr einmal in Ansätzen detaillierter am Ende dieser Folge und noch viel detaillierter auf unserem Instagram-Kanal. Da könnt ihr mal vorbeischauen, Steinwurf im Glashaus, @Steinwurf im Glashaus, um genau zu sein. Da erfahrt ihr, was ihr tun müsst. Zwei Kino-Freikarten, wenn das Kino denn dann irgendwann mal wieder aufhat nach dem erneuten Lockdown. Solange erstmal viel Spaß bei Harry Potter und der Feuerkelch, die Besprechung Teil 4. Willkommen zurück an diesem wundervollen Dezembertag mit unserer letzten Besprechungsfolge des vierten Harry Potter Films Harry Potter und der Goblet of Fire, Harry Potter und der Feuerkelch. Und mir gegenüber sitzt der Mirko. Guten Abend. Wie geht's? Oh, wunderbar. Ich bin frisch und ausgeruht für den Endspurt. Dann legen wir gleich mal los. Ich gehe mal kurz durch den restlichen Film. Natürlich habt ihr die anderen Folgen noch im Kopf. Oder ihr holt die knapp 5,5 Stunden so mal kurz nach. Wenn ihr das gerade nicht tun wollt oder könnt, aus welchen Gründen auch immer, dann bin ich für euch da. Keine Sorge, ich bin es, Johannes. Und ich werde euch durchgeleiten. Wir sind im vierten Harry Potter Teil. Voldemort zur Erinnerung. Was bisher geschah? Voldemort zur Erinnerung ist vor langen, langen, langen Jahren mal gestorben. Zumindest dachte man das. Er ist verschwunden, nachdem er versucht hat, Harry Potter zu töten. Aber seine Mutter warf sich davor mit ganz viel Liebe und Zuneigung und deswegen prallte der Fluch zurück. Auf Harrys Stirn blieb eine Narbe, Voldemort verschwand. Und nun, nach vielen Jahren, versucht Voldemort, der irgendwie überlebt hat, niemand weiß wie, aber er ist in Ansätzen noch da, versucht irgendwie zurückzukommen. Er hat in Teil 1 versucht, er hat versucht, den Stein der Weisen zu holen, um sich zurück ins Leben zu bringen, indem er als Geist Professor Quirrell übernommen hat. Das hat nicht so gut funktioniert. In Teil 2 war er zwar selber nicht da, aber in seinem Tagebuch von Tom Riddle wurde versucht, diesen wiederum als eigentlich Halbgeist-Tagebuch, was auch immer, wieder ins Leben zurückzuholen. Auch das hat nicht geklappt. In Teil 3 war er dann nicht zugegen, hatte er Urlaub, aber jetzt ist er wieder da. Wir haben ihn am Anfang vom Feuerkelch schon gesehen. Da hat er rumgehangen mit Barty Crouch Jr. und Wurmschwanz. Auch wenn er nur ein kleines, ekelhaftes Etwas mit einer sehr killigen Stimme ist, der an Nagini nuckeln muss. Wir erinnern uns. So. Harry Potter wurde aber, ohne dass er es selber wollte, in das Trimagische Turnier geworfen, das diesen gesamten Film füllt. Es ist ein großes Turnier von drei internationalen Schulen, den französischen Beaubatons und Durmstrang aus dem Norden, die strammen Söhne von Durmstrang und Hogwarts. Eigentlich gab es drei Champions, Fleur de la Cour, Victor Krumm und Cedric Diggory. Aber weil Harry Potter cool und special ist, wurde er auch noch dazu gewählt als Vierter, obwohl er viel zu jung ist und es für Hogwarts schon einen Champion gab. Das fanden nicht so viele cool, auch Ron nicht, die haben sich aber mittlerweile wieder vertragen. Harry versucht sich jetzt irgendwie durch diese Aufgaben zu hangeln und nicht zu sterben, denn irgendjemand möchte anscheinend, dass er stirbt. Allerdings ist nicht klar, wer und warum und wann. Also warten sie ab in dem Wissen, dass irgendwann vielleicht irgendetwas geschehen wird. Die Aufgaben sind sehr gefährlich. Sie müssen zwar nicht wie 72 damals einen Basilisken einfangen, aber sie haben ein Ei bekommen bei der ersten Aufgabe, nämlich von dem Drachen. Das hat er bewacht. Sie haben es geschafft, es sich zu holen. Allerdings, wenn man es öffnet, kommen nur sehr ekelhafte Schreie dabei raus und ein schrilles Kreischen. Deswegen wurde es erstmal wieder zur Seite gelegt. Die nächste Aufgabe ist ja noch ein bisschen weg, und zwar im Februar. Wobei, gerade war ein Weihnachtsball, der für manche besser, für manche schlechter verlief. Ron ist sauer auf Hermine, obwohl er eigentlich eher sauer auf sich selber sein sollte. Hermine hätte gehofft, Ron fragt sie. Er hat es aber nicht gemacht, nur als letzten Notnagel. Und da hatte sie schon jemand anderes, nämlich Viktor Krumm. Das wiederum hat Ron ihr Krumm genommen. Und deshalb sind sie jetzt so ein bisschen auf Zinne, sagt man heutzutage. Oh. Und da sind wir, nach diesem Ball. Alles
deutet darauf hin, dass das Jahr bald beginnt und nach dem Januar kommt der Februar und die Zeit wird knapper zur zweiten Aufgabe und Harry hat noch keine Ahnung, worin diese besteht. Da sind wir zurück bei Harry Potter und der Feuerkelch. Wunderschönes Intro. Das hast du dir jetzt einfach mal so aus dem Hut gezaubert. Das war Impro. Nicht schlecht. Funktioniert sonst nie, ne? Schade. Nee. Ach, ja. Tja. Wo sind wir denn gerade, Johannes? Wir das habe ich gerade den Ball. 10 Minuten gesagt. Ja. Wovon rede ich hier denn eigentlich? Es ist schön, dass du mich mit der Anmoderation auflaufen lässt. Ich wollte dir quasi den Weg bereiten, um uns in die Gegenwart zu führen. Ja. Wir sind, und das, da kann man eigentlich sehr schön ansetzen, wir sind in demselben Traum, den Harry schon mal hatte, und wir sind vor allem da, wo der Film beginnt, nämlich in Little Hangleton. Davon träumt Harry, dass da eine, ist da auch die Schlange? Ich glaube, ne? Ich glaube auch. Diesmal ist es aber nicht Frank Bryce, der Gärtner der Whittles, der in das alte Haus geht und nachschaut, sondern es ist Harry Potter selber in der Subjektiven. Und die Geigenmusik ist der Wahnsinn. Das ist eine der wenigen Male, wo die Musik tatsächlich groß auftrumpft. Und das ist hier der Fall. Die Musik ist Hammer. Es sind sehr, sehr schnelle Geigen, sehr, sehr so ein bisschen verstimmte Geigen. Und das läuft darauf hinaus, dass Harry Potter sich dann selber Voldemort gegenüber sieht, der wiederum mit Barty Crouch Junior und Wurmschwanz und Nagini auch? Ich meine ja. Ich glaube, ja. zu tun hat. Wurmschwanz ekelhafterweise macht die Tür auf und bittet ihn herein. Und es gibt einmal mehr. Es gibt nicht Avada Kedavra, aber es gibt das grüne Licht, das Avada Kedavra bedeutet. Harry stirbt allerdings nicht, sondern wacht auf, denn er hatte direkt nach dem Ball einen sehr, sehr finsteren Traum. Und dann ist da Neville, der gute Neville. Der sich in den Schlaf tanzt. Ist ein Süßer. Komm. Neville hatte sehr viel Spaß, hat noch ganz lange mit Ginny getanzt, vielleicht auch mit anderen. Er hatte einfach einen schönen Abend bei dem Ball und tanzt jetzt mit sich selber noch glückestrunken im Schlafsaal herum, bis er sich in sein Bett wirft. Ja, man kann es ihm gönnen. Dem ist ja sonst nichts vergönnt. Das ist richtig. Dazu später mehr, um den Favorite-Satz aller Zeiten schon mal wieder rauszuholen. Wir gehen auf die Holzbrücke und ich liebe die Holzbrücke. Das ist diese nächste Szene. Jedes Gespräch auf der Holzbrücke ist schön. Schön, irgendwo wichtig für den Plot. Und die Shots der Holzbrücke sind jedes Mal wieder schön. Absolut. Schöne Aussicht, schöne Brücke, schöne Umgebung. In diesem Fall ist es Harry mit Hermine. Und es sind noch 2 Tage bis zur nächsten Aufgabe. Also wir überspringen mal eben knapp 2 Monate. Und Harry ist noch kein Stück weiter mit dem Ei gekommen. Ja, da ist jemand so langsam im Stress. Ist das schon Prokrastination oder kann das weg? Ich denke, das kann weg. Harrys Brille hat keine Gläser in dieser Szene. Normalerweise fällt mir sowas nie auf, aber hier ist es sehr auffällig. Er hat einfach nur ein Brillengestell auf der Nase. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man es merkt, wenn man versucht, darauf zu achten. Was mich an der Szene, was heißt stört, das liegt nicht mal am Film, sondern das ist der Plot. Das ist im Buch leider exakt genauso. Warum kriegt Cedric sein Maul nicht auf? Er gibt Harry so einen ganz kryptischen Tipp bezogen auf das Ei, bezogen auf die zweite Aufgabe. Genau, also Hermine und Harry reden, Sekunde, ich gleite da mal kurz hin, reden über die zweite Aufgabe, Harry kommt nicht voran, blubbeldiblab, weil Harry einfach ein Pisser ist. Alter, mach doch mal irgendwas, egal. Er macht halt auch im Buch nichts. Er lügt die ganze Zeit Hermine an, dass er ja schon dran arbeitet und schon einen Plan hat. Auch Hagrid lügt da an. Und Sirius und alle. Und macht nichts. So, ja, was genau erwartest du? Ich möchte noch kurz Hermine zitieren. The tasks are almost cruel. Auch das hatten wir schon mal. Schön. Wie gesagt, damals mussten sie Basilisken einfangen. In diesem Fall geht es darum, zu tauchen. Naja. Ja, und dann kommt Cedric vorbei, der sich revanchieren will. Denn Harry hat ihm damals sehr konkret gesagt, ey, du musst am Drachen vorbeikommen in der ersten Aufgabe. Cedric nimmt sich das, wie du gerade angedeutet hast, sehr zu Herzen und sagt, vielleicht könntest du mit dem Ei ein Bad nehmen? Denk da mal drüber nach, ne? Schönen Tag.
Und von nimm damit mal ein Bad, kommst du nicht unbedingt auf die Idee, pack das Ding unter Wasser und hör mal zu. Also, das verstehe ich nicht. Er hätte ihm auch einfach sagen können, ja, halt's unter Wasser, dann hörst du, was sie sagen. Easy. Warum macht er das so? Warum das Bad im 5. Stock der Vertrauensschüler? Es gibt doch wohl eine Toilette irgendwie. Das kann man nur hoffen. Bei Gryffindor. Und da ist doch bestimmt auch, kann das Waschbecken voll machen oder so. Vielleicht haben die kein Bad, weil es sieht lustig aus mit Sicherheit. Er macht das Waschbecken voll, hält einen Kopf da drunter. Oder ins Klo, keine Ahnung. Vielleicht haben die sonst nur Duschen und keine Bäder. Vielleicht sind Bäder wirklich nur für die Vertrauensschüler. Sind das magische Duschen? Es gibt keine Elektrizität in Hogwarts, das ist klar. Ist es trotzdem an das muggelmäßige Wassernetzwerk angeschlossen? Oh, wer weiß. Das sind natürlich hier jetzt die ganz brennenden journalistischen Fragen, die sich hier stellen. Wie dem auch sei. Wir machen den Hardcut. Den nächsten, einen von vielen Hardcuts in diesem Film. Und Harry ist urplötzlich in jenem Vertrauensschülerbad im 5. Stock. Ist er da? Ja. Mhm. Und es ist wahrscheinlich der schönste Raum in Hogwarts. Und offenbart eine unfassbare Zweiklassengesellschaft in Hogwarts. Das halte ich für ganz kritisch. Es ist ein sehr großer Raum mit einem Swimmingpool. Es ist kein Bad, es ist ein Schwimmbad im Grunde mit ungefähr 58 kupfernen Wasserhähnen, die alle Wasser in verschiedenen Duft- und Farbnoten ablassen, mit großem Schaum und so weiter. Alles ist gold, prunkvoll, bemalte, geschmückte Fenster und so weiter. Es ist wahnsinnig luxuriös dafür, dass sonst eher gespart wird in Hogwarts. Ja, also das ist schon... Ich kann mittlerweile verstehen, warum Percy unbedingt Vertrauensschüler werden wollte. Also es ist schon krass. Und uns begegnet dort eine alte Bekannte. Nachdem Harry es partout nicht schafft. Harry macht das Ei auf, merkt, es kommt nur das Kreischen, legt es wieder hin und ist sofort wieder entmutigt. Junge, hat der ein Durchhaltevermögen. Ja, das stimmt. Also das ist schon ein bisschen peinlich. Auf der anderen Seite würde ich wahrscheinlich auch denken, ja, was war, also, ja und jetzt? So. Ich meine, du weißt ja auch nicht, ob das nicht vielleicht kaputt geht, wenn du es unter Wasser hältst oder so. Von daher, ich kann seine Entmutigung da so ein bisschen nachvollziehen. Ja, aber es kommt Hilfe aus dem Klo. Die maulende Myrte. Immer noch gespielt von einer, ich glaube, 40-Jährigen oder so zu dem Zeitpunkt. Shirley Henderson ist es. Die wiederum ist, genau, 40 Jahre alt zum Zeitpunkt dieses Drehs. Ist weird, wenn man bedenkt, dass sie Harry, auch wenn sie ein Geist ist, sexual sehr offendet. Das ist Class A sexuelle Belästigung, was sie da macht. Also jetzt mal ohne Scheiß. Das ist schon ganz schön weird. Wir gehen der Reihe nach, sie empfiehlt, weil Cedric da ja auch war und Myrte es gesehen hat, Harry das Ei unter Wasser zu halten. Das kriegt er auch hin. Dann gibt es den wunderschönen... Ja, auch traurig, wenn nicht. ...Gesang, den man nur unter Wasser hört. Come seek us where our voices sound. We cannot sing above the ground. An hour long you'll have to look to recover what we took. Also eine Stunde hat er Zeit, um unter Wasser nach irgendwas zu suchen, was ihm weggenommen wurde. So weit, so gut. Myrte erwähnt noch, dass jemand Vielsafttrank irgendwie gebraut hat und den im Klo runtergespült hat und ob das Harry wieder war. Schöne Idee. Weil im Buch macht's es, meine ich, nicht. Nee, ist aber für diese Folge von Hints, die wir bekommen, finde ich cool, ja. Absolut. Und vor allen Dingen das Ganze nochmal verknüpfen mit, es ergibt einen Sinn, warum sie jetzt diesen Fakt gerade Harry gegenüber raushaut. Das ist sehr geschickt gemacht. Und Harry kommt drauf, dass es Merpeople sein könnten. Wie nennen wir sie jetzt? Wassermenschen. Wassermenschen. Wir sagen jetzt Wassermenschen. Im Schwarzen See vor Hogwarts. Und Myrte stimmt zu. Ja, ist so. Ja. Da gibt es einen kleinen Filmfehler, der mir tatsächlich aufgefallen ist. Und zwar hat er das Ei geöffnet unter Wasser und wirklich eine Millisekunde im nächsten Shot, nachdem sie wieder oberhalb der Wasseroberfläche sind, ist das Ei geschlossen. Das kann er so schnell nicht machen. Sehr schnell. Es ist ein magisches Ei, vergiss das nicht. Ja, es muss trotzdem mechanisch geöffnet werden, das haben wir ja schon gesehen. Ich glaube, es lässt sich nur mechanisch öffnen, aber es schließt magisch. Ich glaube, du willst hier gerade nur Ausreden für den Regisseur suchen. Guter Mann, Mike Newell, toller Typ. Harry hat immer noch seine Narben. Ich liebe Continuity.
Er hat die Narben, die man schon vorher sah, bei dem Drachenkampf, die sind immer noch auf der Schulter. Finde ich cool. Das ist zwar 3 Monate her, aber wie nennt man das? Lasting irgendwas. Gibt es irgendeinen Begriff für in der Filmsprache, aber es ist ja ganz oft so, dass irgendwem was passiert, einfach weil so eine Wunde oder eine Narbe cool aussieht in irgendeinem Shot und dann ist es halt wieder weg. Und in diesem Fall sind wir 3 Monate nach dem Drachenkampf, 3, 4 Monate und er hat immer noch auf seiner Schulter die dicken Narben von dem Drachenkampf und das finde ich sehr schön. Das ist ein kleines Detail, was nicht gefehlt hätte, wenn sie es rauslassen, aber es ist schön, dass sie dran gedacht haben. Und dann wird Myrte sehr aufdringlich. Ja. Alter. Ja, das ist halt wirklich über jegliche Grenze hinweg. Also erstmal schaut sie generell die ganze Zeit auf seinen Intimbereich, dann kuschelt sie sich an ihn und versucht weiter einen Blick auf seinen Penis zu erhaschen. Real Talk. Ja, das ist weird ist schon kein ausreichender Begriff mehr dafür. Und im Fenster sehen wir eine Meerjungfrau. Design vom Künstler Adam Brookbank. Nee, Brookbank. Entschuldigung an Adam. Guter Mann. Sehr hübsch. Ich glaube, hier ist sie sogar wach. Ja. Und im Buch schläft sie nur. Ist auch komplett irrelevant, weil eine Meerjungfrau auch nichts mit den Wassermenschen zu tun hat. Das sind verschiedene Wesen. Aber sieht hübsch aus. Ja, das hat was. Und bewegende, bunte Fenster hatten wir, glaube ich, abgesehen. Nee, das vorhin war eine Träne. Das hatten wir Tränen. Noch nicht. Das ist tatsächlich neu. Finde ich cool. Und dann sind wir zum allerersten Mal in der Bibliothek und auch zum letzten Mal. Das ist eine sehr kurze Szene. Tatsächlich. Ich mag es eigentlich, wenn die in der Bibliothek sind. Die hat irgendwie auch was Heimliches. Genau. Das war nämlich vorhin der Story-Arc. Wir hatten es angedeutet vor 2 Wochen, dass Viktor Krumm da sehr oft ist, um, wie sich später herausstellte, bei Hermine zu sein und Hermine zu beobachten, denn er steht auf Hermine und hat sie deshalb auch zum Ball eingeladen. Da das alles rausfällt, hatten wir bisher auch keinen großen Grund, in die Bibliothek zu gehen. Jetzt sind wir aber da. Denn da Harry es geschafft hat, wenige Stunden vor der Aufgabe rauszufinden, was die Aufgabe ist, suchen sie jetzt einen Weg, eine Stunde unter Wasser überleben zu können. Ja, so wirklich erfolgreich sind sie damit nicht. Und das verleitet mich auch zu der Aussage, dass ohne das Bescheißen von Mad-Eye Moody Harry wohl schon in der ersten Runde gestorben wäre und erst recht nicht in der zweiten Runde auch nur gewusst hätte, wo er hin soll. Wait. Für mich die beste Szene des Films, des Buches ist nicht im Film. Die kam nämlich gerade eben. Stopp, ich gehe einen Schritt zurück. Wir gehen aus dem Vertrauensbad raus. Harry hat die Karte des Rumtreibers dabei, um nicht erwischt zu werden. Das ist immerhin mitten in der Nacht. Und er fällt dabei in so eine Treppenstufe, die fehlt. Und das ist kurios bis großartig, was dann passiert. Er fällt hin, die Karte des Rumtreibers fällt ein paar Treppenstufen runter, wie auch sein Ei, das unten aufgeht und anfängt im leeren Treppenhaus rumzuschrillen wie sonst was, wie eine Alarmanlage. Und das Ganze passiert, weil er Barty Crouch gesehen hat. Wie auf der Karte, genau. Auf der Karte, wie der in Snapes Büro rumgeschnüffelt hat. Und Barty Crouch Senior, den kennt man nur bis hierhin, gilt allerdings seit ein paar Wochen als vermisst oder als krank. Deswegen fragt sich Harry, was macht er mitten in der Nacht in Snapes Büro? Geht hinterher, fällt in diese Treppenstufe, in diese Fake-Treppenstufe. Karte fällt runter, Ei fällt runter, geht auf. August Filch kommt an. Snape auch. Kurz danach. Beide sehen das Ei und Harry klemmt unter seinem Tarnumhang in der Treppe. Kann also nichts machen. So, wenn er sich revealt, ist noch viel, viel schlimmer. Dann kommt Mad-Eye Moody wiederum an. Der ihn ja aber sehen kann durch sein magisches Auge. Der ihn durch sein magisches Auge sehen kann. Was für mich die skurrilste Situation aller Zeiten ist. Oben stehen Snape und Filch, sind böse, wollen das Ei und das Pergament haben, was da liegt, die Karte. Unten ist Moody. Moody, was der sehen muss. Der sieht Harry im Tarnumhang, der so halb in der Treppe steckt. Der ja auch dann, wie im Buch beschrieben, anfängt, per Augenkontakt mit Moody zu kommunizieren. Und ihm, ey, nicht mich erwähnen, ich bin nicht hier. Und also es ist, ich mag die Situation sehr, sehr gern. Vor allem, weil sie sich schön am Ende rausstellt, denn Snape will das natürlich alles haben, aber Mad-Eye Moody sagt, nope, das kassiere ich alles ein, dieses Pergament auch, finde ich auch gut. Und schickt Snape einfach wieder schlafen. Natürlich war Moody selber in Snapes Büro. Moody ist Barty Crouch. Junior. Das weiß man zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es einen Junior gibt. Und die Karte zeigt nur an Barty Crouch, weil
das ist Barty Crouch. Und da Harry aber sich beschützt fühlt von Mad-Eye Moody, gibt er diesem bösen Barty Crouch seine Karte des Rumtreibers mit, die dieser ziemlich cool findet, und bekommt dafür sein Ei wieder. Und das ist, macht natürlich einen neuen Plot auf, für den in diesem Film keine Zeit mehr ist, aber ich finde die Szene einfach toll. Ja, das führt ja im Endeffekt auch dazu, dass Barty Crouch Junior es schafft, seinen Vater aufzusuchen und infolgedessen auch zu töten. Genau, dazu aber bald mehr. Wir sind in der Bibliothek und ich muss sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, dass nicht Dobby diejenige Person ist, die Harry das Dianthuskraut übergibt. Ja, ich nicht. Ich finde Dobby scheiße und nervig, von daher habe ich damit gar kein Problem. Das ist so ein Bullshit. Genau, also im Buch ist es Barty Crouch, der, glaube ich, weiß, dass Dobby und Harry eine Beziehung pflegen. Genau, irgendwo hört er das. Ja. Und stiftet deshalb Dobby an, ihm das Kraut zu geben. Denn Neville schafft es nicht. Das ist die Geschichte. Er wollte Neville anstiften, Harry zu helfen, aber Neville verkackt es einfach. Ja. Wie dem auch sei, Harry bekommt das, wie heißt das auf Deutsch? Gillyweed. Dianthuskraut. Dianthuskraut. Und kann sich damit Kiemen machen. Das erfährt er erst später. Er bekommt dann das schleimige bisschen, in diesem Fall von Neville, ab und geht runter zum See. Ron und Hermine wurden in der Zwischenzeit abkommandiert. Die sind verschwunden und kommen auch nicht weiter. Genau. Sie sollen in Dumbledores Büro. Und im Hintergrund sieht man übrigens wieder die Insel, auf der Dumbledore ein paar Jahre später beerdigt wird. Ja, großer Spaß für die ganze Familie. So ist es, so steht es geschrieben. Was mir als allererstes auffällt, ist, dass die Tribünen im See ziemlich cool aussehen. Viktorianische Türme sind es. Ich habe eine Menge zu erzählen. Wir reden von der größten Szene, was die Dreharbeiten angeht. Sie haben, darf ich beginnen? Das dauert jetzt einen Moment. Also, es ist eine Szene im See, unter Wasser. Erstmal schwierig. Die erste Idee war, die gesamte Szene nicht im Wasser spielen zu lassen, sondern an Kabeln, also die Leute aufzuhängen und den Rest zu animieren. Nach wenigen Testshoots war ihnen klar, nope, das funktioniert so gar nicht, das macht keinen Sinn. Es muss also im Wasser sein. So, dafür kam Richardson, ich glaube John Richardson heißt er, das ist einer der Koordinatoren für Effekte, für die praktischen. Und der hat drei Schwierigkeiten aufgezählt für diese Unterwasserszenen. A, wir brauchen einen Tank. Der muss kontrollierbar sein, also alles da drin müssen wir kontrollieren können. B, alles muss sichtbar sein, es darf kein trübes Wasser sein. C, es muss warm genug sein, damit die Schauspieler, damit denen nicht zu kalt wird, wenn die da Stunden drin rumtauchen. Sie haben einen Tank gebaut, 60 mal 20 mal 20 Feet, ich weiß nicht, wie viel das in Metern ist, das ist ziemlich, ziemlich groß. Da stand am Ende auch das Set vom Durmstrangschiff, auch wenn das nicht wirklich genutzt wurde drin, in einer kleineren Version. Und in diesem riesigen Wasserbecken, wo 2,5 Millionen Liter reinpassen, aus seinen, also seinen Angaben nach damals das größte Wasserbecken überhaupt, was für filmische Sachen geeignet ist, mussten die Darsteller, die vier im Zweifelsfall, das Stunt-Team, die Sicherheitstaucher, das Kamerateam, der Bluescreen, um hinten was zu animieren, und das Equipment untergebracht werden können. So. Sie haben erstmal in diesem Schwimmbecken ein Filter installiert, ein ultraviolettes Filtersystem. Das hat die Bakterien alle 90 Minuten komplett rausgefiltert und das Wasser kristallklar gemacht, sodass man da ohne Probleme drin filmen konnte. Der ganze Schmutz, den man am Ende im Film sieht im Wasser, wurde digital eingefügt. Es gibt keine Trübung, das ist das klarste Wasser, was man sich vorstellen kann. Daniel Radcliffe konnte allerdings nicht besonders gut schwimmen. Tolle Super. Voraussetzung. Hat sich aber daran gewöhnt. Für die Tauchszenen musste er einen Monat. Die ganzen Szenen üben. Hat unfassbar viele Tauchstunden genommen. Ich glaube 42 oder so. Das Tauchbuch hat er später auch geschenkt bekommen von den Leuten. Als offizieller britischer Tauchschein. In 6 Meter Tiefe hat er das gefilmt. Und das war hart. Denn er musste dabei nicht nur logischerweise seine Lines sagen und schauspielen,
wie man das so macht, sondern er musste auch auf die Wesen und Kreaturen reagieren, die später eingefügt werden, die ja nicht richtig da sind. Das Ganze, bevor ihm die Luft ausgeht, denn er kann ja nicht so oft Luft holen. Und er musste mit diesen ganzen Flossen schwimmen. Er hat ja an den Füßen und an den Händen extra Flossen. Und das Ganze durfte nicht in Panik ausarten, wenn er keine Luft mehr bekommt, denn dann musste er den Sicherheitstauchern das Signal geben, dass er jetzt seine Atemmaske braucht. Das alles, während er noch an seinem Hals diese dicken Kiem-Dinger hat. Die sind nicht digital, die sind tatsächlich real angefügt an seinem Hals, damit das passt. Puh. So, an Füßen und Händen hat er Handhäute. Also, das in den Beinen ging's. Das sind eigentlich längliche Flossen, die man dann so ein bisschen digital angepasst hat, aber es sind wie Schwimmflossen für die Füße. Bei den Händen war es schwieriger, denn das sah immer zu künstlich aus oder hat einfach nicht gepasst mit dem Gummi oder so. Und dann hatte das Kostümdepartment, da hatte eine die Idee, die hat nämlich gerade eine Strumpfhose gewaschen und gesehen, okay, im Wasser sieht man Strumpfhosen nicht. Die sind, wenn man sie so ins Wasser hält, ohne dass man was anhat, nicht sichtbar. Das heißt, Harry Potter hat in der Unterwasserszene Strumpfhosen über die Arme gezogen. Ich liebe praktische Filmlösungen. Damit man die nicht sieht, sind die so lang, dass sie quasi in sein Unterhemd gehen. Also da sind die Grenzen zwischen dem Nylon und der Haut. Das heißt, er schwimmt halt mit Strumpfhosen in diesem Ding. Er konnte zwischen den Shots unter Wasser nur ungefähr 7 bis 8 Sekunden eine Szene machen, dann braucht er wieder Wasser. Das hat er gemacht in der Tiefe, dann kam immer die Taucher an mit der Maske, er konnte wieder einmal Luft holen, konnte in so einer Tauchglocke, da war ein Mikrofon drin, da konnte er mit dem Regisseur kurz reden, um dann, mach lieber so und sei erschreckter von rechts oder sowas. Und das Make-up-Department war unendlich gefrustet, denn was immer du aufmalst, ganz besonders die Blitznarbe oder die Narben vom Drachenkampf auf der Schulter, waschen Wasser relativ schnell ab, man glaubt es gar nicht, aber das musste ununterbrochen nachgezeichnet werden, fast nach jedem dritten, vierten Take. So, das schon mal dazu. Der Bluescreen ist einer der größten, die gemacht wurden zu der Zeit. Der ist hinten in diesem Becken, sodass immer gegen den Bluescreen gefilmt wurde. Harry ist einfach nur in diesem dreidimensionalen Raum aus Wasser und der Rest wurde drumherum gemacht. Damit der Bluescreen aber beleuchtet ist, kannst du ja nicht im Wasser machen, wo Harry ist. Der wurde von hinten beleuchtet, wo tausende Neonröhren waren, um den im Wasser halbwegs hell zu kriegen, weil Wasser schluckt ja auch recht viel Licht. Das wiederum lief dann, dann konnte man besser keyen. Kurze Erklärung gegen Green oder Bluescreen, ne? Wer es nicht kennt, dann wird quasi die Farbe rausgekeyt, die gibt man im System ein und wenn du vorm Bluescreen stehst, wird gesagt, das Blau nicht und dann verschwindet das. Und dann ist da nur Harry vor einer leeren Wand und da kannst du alles andere später rein animieren. Das haben sie so auch geschafft. Dann war die Frage, was machen wir da rein? Es müssen Wesen sein und vor allem muss es so aussehen, als wäre das da unten seit Jahrhunderten nicht gestört worden. Das ist eine ganz eigene Welt aus Kreaturen, die Grindelos, die ich sehr widerlich finde. Total. Ist eine Kreuzung aus Tintenfischen, Kraken und kleinen Menschen. Die haben Augen und Zähne und Arme, aber gleichzeitig haben sie kleine Tentakeln. Super widerlich. Und die die Wassermenschen sollten auf keinen Fall so aussehen wie Meerjungfrauen. Das haben sie recht schnell klargekriegt, denn Meerjungfrauen, wenn ein Mensch im Meerjungfrau-Kostüm ist, das wollten sie vermeiden, wird er immer seine Beine von oben nach unten bewegen. Die Wassermenschen aber bewegen sie von links nach rechts, die Flosse hinten. Das unterscheidet sie schon mal grob davon. Und abgesehen davon sind sie auch ein bisschen länger und die Haare sehen so ein bisschen aus wie Quallenfühler oder Anemonen oder so. Das ist alles noch ein bisschen anders. Also die sollten auf keinen Fall so aussehen wie schöne Meerjungfrauen, sondern die Grenze zwischen Mensch und Fisch sollte ein bisschen verschwimmen und die ein bisschen bedrohlicher wirken lassen. Das nur so nebenbei zu den Unterwasserdreharbeiten. Ja, das war offensichtlich ein ganz schöner Auftrag. Was ich schön fand, als die Contestants dann ins Wasser springen, alle drei, außer Harry, machen einen klassischen Sprungstart, schmeißen sich ins Wasser, voller Tatendrang. Harry steht oben und erstickt. Ja. Und plumpst dann wie so ein nasser Sack ins Wasser. Denn er hat das Dianthuskraut geschluckt. Das Problem ist, wenn die Kiemen wachsen, dass du keine Luft mehr holen kannst, wenn du nicht im Wasser bist. Und deshalb plumpst er rein. Ich würde noch kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Fleur hat eine Quote laut den Weasleys, die wiederum Wetten annehmen, von 10 zu 1.
Das bedeutet nach meiner Berechnung, wenn du 1 Euro gibst, kannst du, wenn sie gewinnt, 10 Euro rausholen. Das ist eine sehr beschissene Quote. Also die Chancen stehen nicht gut für Fleur. Ja, das stimmt. Also man hat scheinbar vorher schon gedacht, jo, die wird das nicht weit bringen. Und das schon vor der zweiten Runde. Alter Schwede. Das ist schon böse. Ja, was die Leute anhaben. Wie gesagt, das Drachending war das letzte Mal, dass die Contender im Trimagischen Turnier coole Klamotten anhatten. Das hier geht noch, weil sie schwimmen. Fleur hat einen tief ausgeschnittenen Badeanzug. Die anderen haben Sportkleidung, irgendwie so Laufklamotten mit Unterhemd. Besser als im Buch, wo die random die Umhänge anbehalten. Das ja, finde ich, das ist auch fand ich sehr absurd. Komisch. Und dann plumpst da rein, der Gute. Um den Schatz zu suchen, der laut Dumbledore auf dem Meeresgrund versteckt wurde. Kurz dazu, die Beinholster für Zauberstäbe sind ziemlich cool. Ja, das ist tatsächlich eine coole Sache. Hat so ein bisschen was von diesen typischen Beinholstern für Messer. Ungefähr das so, ist ja. Das, woran ich dann denke. Und die Kiemen von Harry sehen ziemlich cool aus. Auch unter Wasser, das funktioniert. Ich finde ja, dass die Aufgabe im Vergleich zu den anderen beiden doch relativ easy ist und wirkt. Also das ist halt schon eine lowe Aufgabe. Mal nicht mal, also mal davon ab, dass es auch für Außenstehende super, super langweilig sein muss, weil sie halt eine Stunde auf Wasser gucken. Gut, das wird bei 3 noch schlimmer. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob es digitale Übertragungsmöglichkeiten in der Zaubererwelt gibt, aber Dumbledore sagt ja sofort oben an, okay, zwischendurch Fleur ist raus oder so. Die müssen irgendeine Möglichkeit haben, das zu verfolgen. Naja, dass Fleur raus ist, hat man ja dadurch gesehen, dass sie aufgetaucht ist. Ja, aber er weiß ja auch sofort, was da unten abgegangen ist. Weiß er das? Also im Buch spricht er danach mit den Wassermenschen. Ja, aber nicht im Film. Es wird irgendeine Übertragungsmöglichkeit geben. Vielleicht kann man nur hoffen. Kann man nur hoffen. Lee Jordan vielleicht wieder. Gryffindor gewinnt! Ach nee, warte. Falscher Sport. Nee, trotzdem. Seamus Finnegan hat einen Merch-Hoodie von Hogwarts an. Sehr hübsch. Der steht da zwischen den Zuschauern und hat aber so ein Hogwarts-Hoodie an. Das ist alles niedlich. Die gesamte Unterwasserszene sieht deutlich geiler aus, als ich sie in Erinnerung habe. Ich hatte es furchtbar in Erinnerung. Ich finde aber, sie sieht sehr, sehr hübsch aus insgesamt. Es tut mir ja fast leid, das zu sagen, weil ich jetzt ja auch weiß, was da für eine Arbeit hinterhängt, aber ey, Unterwasserszenen sind einfach nie meins. Ich mag das weder in Videospielen noch in Filmen groß. Ich finde es logischerweise schlechter als in der Luft. Ich will da gar nicht reinreden. Ich mag es auch nicht. Punkt. Wenn es sie aber gibt, dann so. Also, ja, sie ist gut gemacht, auf jeden Fall. Das ist gar kein Ding, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich auch im Buch diese Szene nicht so pralle fand irgendwie. Wir haben wieder die 4 Contender, Fleur und Cedric nehmen den Kopfblasenzauber. Der scheint sehr praktisch zu sein. Krumm macht sich einfach zum halben Hai. Ja, ich glaube, da haben sie auch gesagt, dass er zwar einen Animagus-Zauber probiert hat, aber er ist ja nur ein halber Hai und deswegen hat er tatsächlich am Ende auch Punkte verloren, weil er den Zauber so ein bisschen verkackt hat. Harry sieht noch Fleur, während er in den ersten Algen schwimmt, aber Fleur ist wieder komplett verwirrt, weiß gar nichts und wird weggerissen und ist dann auch raus. Sorry, aber im Buch ist sie arrogant, aber immerhin kompetent. Das ist die beste Zauberin dieser Schule. Im Film ist sie die schlechteste Zauberin aller Zeiten. Ja, das tut mir eigentlich für den Charakter echt ein bisschen leid, weil sie ist ja eigentlich eine gute Zauberin. Und es ist die einzige Frau im Wettbewerb. Ich weiß, man soll nicht alles so oft diese, wie heißt das? Gender sonst was ziehen. Aber wenn die einzige Frau so eine Nulpe ist, alter Schwede. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Also, dass sie wirklich, sie hat ja nie irgendwie eine Chance, wirklich um den Pokal zu kämpfen. Sie hat nicht mal irgendwo einen Moment. Gar nichts. Sie ist nur Kacke. Ja. So. Sie ist sofort raus, sagt Dumbledore auch gleich oben, hey, Fleur ist sofort, nope. Und Harry, ich glaube im Buch trifft er noch kurz die maulende Myrte, die durchs Abflussrohr in den See gekommen ist und ihm sagt, ja, da hinten sind die Wassermenschen, da sind deine Freunde. So schwimmt er ein paar Meter und findet die auch. Da ist, es ist keine Stadt der Wassermenschen, es sind mehr so ein paar antike Säulen. Und dann sind die da, finde ich okay. Ich glaube, da
für die Minute eine gigantische Unterwasserstadt zu animieren würde. Ja, ich fand das jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich finde nur ziemlich eklig, wie die, ja, ich sag mal, die Tribute, die Schätze der Teilnehmer da im Wasser schwimmen und hängen. Die sehen eher aus wie Betonschuhe und dann mal kurz in Hudson River geschmissen oder so. Das ist echt. Das sind Prosthetics. Ja, also es sind nicht die echten Wow-Überraschungen. Die haben Puppen nachgebaut, was ziemlich cool ist. Das machen die für häufiger mal, aber in diesem Fall haben die eine Funktion eingebaut, um die mit Wasser zu befüllen. Das heißt, die wurden zwischendurch immer so ein bisschen be- und entpumpt, sodass die leicht auf- und abschwimmen. Und ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Und sie sehen auch so aus wie Leute, die du halt versteinert hast per Zauber, um sie unter Wasser. Ich finde, die sehen ziemlich cool aus. Ja, also sie haben ihre Wirkung, aber mein Gott, sehen sie eklig aus. Absolut. Also sie sehen wirklich aus wie tot. Wie in Wachs gegossen, ja. Ja, Harry chillt dann da ein bisschen. Da unten sind Ron für ihn, Joe für Cedric, Hermine für Krumm und Gabrielle für Fleur Delacour, also die kleine Schwester von Fleur. Und Cedric, nee, Harry wartet da ein bisschen, dann kommt irgendwann Cedric an. Finde ich sehr schön. Der schnappt sich halt Joe und tippt nochmal auf seine Uhr. Das fand ich tatsächlich auch ein sehr schönes Zeichen, so nach dem Motto, ey Kollege, wir sind zwar, ne, aber nur, dass du es nicht vergisst. Das fand ich wirklich eine schöne Aktion und zeigte dann nochmal, nachdem er ein bisschen sehr kryptisch war mit seinem Hinweis, dass er es ja eigentlich doch nur gut meint. Den Krummhai sehen wir nur ganz kurz. Der macht einen kurzen Jumpscare-Moment, kommt angeschossen, beißt das Seil durch und schwimmt mit Hermine weg. Ist okay. Joa. Das ist so ein Ding, also sie haben ihn kurz gezeigt, weil die Animation wahrscheinlich relativ aufwendig ist. Ich brauche aber auch nicht mehr davon. Also. Nee, nee, das war jetzt auch nicht so sonderlich spannend, spektakulär. Nö. Also. War einfach da. Was ich schlimmer finde als Krumm sind die Wassermenschen. Die sehen widerlich aus. Mit ihren großen Augen und dieser Schwanzflosse. Ich mag die nicht. Ich auch nicht. Harry merkt, die Zeit wird irgendwann knapp. Deswegen nimmt da Ron und Gabrielle mit, weil Fleur ja schon raus ist. Das weiß Harry zu dem Zeitpunkt aber nicht. Die sind allerdings ein bisschen schwer, deswegen schiebt er die einmal so nach oben. Blöd, weil die Grindelos ihn gerade anfallen. Diese kleinen ekelhaften Tentakelviecher, die aussehen wie die Facehugger aus Alien. Bah. Alter. Die schießen dann über ihn rum und er kann sich schließlich mit Ascendio. Aus dem Wasser katapultieren. Das Ja. sieht sehr cool aus. Also, es ist ein bisschen campy, aber er fliegt wie mit einer Rakete gestartet aus dem Wasser und knallt auf diese Plattform. Es sieht cool aus. Schon witzig, ja. Vor allen Dingen, weil ja alle schon wieder auf den großen Heilsbringer Harry Potter warten und ganz gespannt auf die Meeresoberfläche schauen, da ja die Zeit schon abgelaufen ist. Absolut, aber das interessiert niemanden. Denn Gryffindor gewinnt. Frei nach diesem Motto entscheidet sich Dumbledore als Sprecher der Jury dafür, dass. Die Jury, die übrigens ein Mitglied hat, welches im Buch ein komplett anderes ist, der gute Barty Crouch Senior chillt da, ist da, guckt sich das Ganze ganz entspannt an. Im Buch ist er da schon seit Monaten verschwunden. Keiner weiß, wo er ist und der gute Weatherby ist an seiner Stelle da. Tja, hier ist das scheißegal. Denn Dumbledore entscheidet und wenn Dumbledore entscheidet, gewinnt Harry. Viktor Krumm, der als Zweiter rausgekommen ist, seinen Kopf in einen Haikopf verwandeln konnte und so schnell schwimmen konnte und Hermine einwandfrei geholt hat, wird nach Strich und Faden beschissen und auf den dritten Platz gesetzt, nur weil Fleur rausgeflogen ist. Wow. Ja, das ist wirklich eine miese Nummer. Ja, keine Frage. Was Also, soll das? ja. Ich meine, klar, ist es irgendwo ein schönes Zeichen von Harry gewesen, aber Er hat die Aufgabe er nicht hat, bestanden. ja. Also, es ist halt schon Verarsche. Da kann ich dann ausnahmsweise auch mal Karkaroff verstehen, der sich beschwert. Ja, Igor. Und wir haben Fleur. Igor. Fleur bedankt sich überschwänglich nicht nur bei Harry, sondern auch bei Ron, der Der letztlich. das sehr zelebriert und im Buch seine Mithilfe quasi sowas von übertreibt. Die Geschichte 100-mal erzählt und jedes Mal noch ein bisschen heldenhafter wird, wie er. Ja, irgendwie, er hätte sich dann auch mit Dumbledore duelliert, weil er ja nicht wollte und ey, komm. Deswegen hat er es auch nicht verdient. So. Ach,
trotzdem insgesamt eine schöne Szene mit starken Effekten. Und bei der Verkündung, dass Harry doch zusammen mit, ich glaube auf dem zweiten Platz war er, ne? Ja. Dass er auf dem zweiten Platz kam, da der Shot auf Malfoy ist sehr schön, der ist nämlich richtig salty. Aber auch zurecht. Ja, in dem Fall finde ich es dann fast schon wieder gut, dass Harry bevorzugt wurde, weil Malfoy so salty zu sehen, ist schon cool. Tatsächlich, ob der seinen Namen reingeschmissen hat? Ja, wer weiß. Ah ne, der ist zu jung, der ist ja so alt wie Harry. Der darf gar nicht. Ja gut, aber er würde mit Sicherheit irgendeinen Slytherin überredet kriegen. Nach dem Motto, ey, wollen wir mal... bezahlt kriegen, das ging auch. Willst du einen Nimbus 2004? Wir wissen nicht genau, warum, aber wie gesagt, im Buch ist Dumbledore noch im Gespräch mit den Wassermenschen, weil er deren Sprache spricht. Und was ich gerne gesehen hätte. So dieses Rumgekreische von Dumbledore ist mit Sicherheit lustig. Und lässt sich kurz erklären, was unten so passiert ist und demnach kann er seine Entscheidung treffen. So, nach zwei Aufgaben sind Harry und Cedric, die beiden Hogwarts-Schüler, überraschend auf Platz 1, punktgleich. Komisch. Auf Platz 2 folgt Viktor Krumm, der jetzt immerhin was geschafft hat, und auf Platz 3 als allerletztes Fleur, die nichts geschissen bekommt. Ja. Ja. Keine weiteren Fragen. Ich finde ein bisschen schade. Wir sehen dann Barty Crouch Senior, der sich ein bisschen mit Harry unterhält. Ich hätte gerne ein bisschen mehr von seiner Backstory im Film gesehen, denn die ist ganz schön tragisch und ganz schön heftig. Und die hätte ich, glaube ich, ganz gerne so als kleine Backstory gesehen. Ein bisschen davon kriegt man ja noch mit, aber... Genau. Folgendes. Wir haben es angerissen. So, wollen wir einmal durchgehen? Ja. Ich glaube, das ist der Moment. Wobei, wir warten noch 3 Minuten. Barty Crouch Senior spricht mit Harry. Moody sieht sich das wiederum aus der Distanz an, von dem wir wissen, dass es Barty Crouch Junior ist, der Sohn von Senior. Und Senior ist sehr fasziniert von Harry, aber auch leicht irre, das merkt man. Der hat auch nicht mehr alle Tasten im Schrank. Nee, ganz sicher nicht. Ich mag ihn, toller Schauspieler. Moody konfrontiert ihn und schlägt dann aber wieder mit der Zunge, was ich liebe. Ja. Denn Senior merkt das natürlich sofort und schaut ihn schockiert an, dass es macht Sinn, dass der Erste, der das rauskriegt, wer das eigentlich ist, der Vater ist, der das genau weiß. Also, dass der Vater den Sohn erkennt. Zumal er auch weiß, dass er ja nicht mehr zu Hause ist, wo er eigentlich sein sollte. Es ist fast poetisch. Ja. Es ist schön. In der Extended geht der Moment noch ein bisschen länger. Da unterbricht Moody die beiden auch und Barty Crouch Senior bleibt quasi, wenn er weggeht, noch am Wald stehen und schaut noch ein paar Sekunden und überlegt Richtung Moody. Und Moody gibt Harry noch am See ein paar Worte auf den Weg, ist aber nicht weiter relevant. So, bevor Senior jetzt über den Jordan geht, um Buch und Film mal wieder so ein bisschen zu verknüpfen, wir haben die ganz große Story von Barty Crouch Senior, die hier sehr verkürzt ist. Der war damals nämlich Minister für irgendwas, hat ganz viele Todesser gejagt. Das war seine große Agenda und wollte dann Zaubereiminister. Zaubereiminister werden. Galt auch als aussichtsreiche Figur dafür. Dann kam allerdings raus, dass sein eigener Sohn ein Todesser ist und den musste er dementsprechend nach Azkaban verfrachten, was ihm so ein bisschen gebrochen hat. Und vor allem und auch seine Frau vor allen Dingen. Und seine Frau gebrochen hat. Als seine Frau dann schwer krank wurde, sind die beiden nochmal nach Azkaban, also sie war todkrank, sind nach Azkaban. Möchtest du erzählen? Ich habe vorhin so lange erzählt. Kann ich gerne machen. Sie sind nach Azkaban und haben Barty Crouch Junior dort besucht, haben dann einen kleinen Switcheroo durchgeführt und einfach mal auch per Fehlsafttrank Barty Crouch zu seiner Mutter gemacht und vice versa. Dadurch ist dann Barty Crouch in Anführungsstrichen irgendwann in Azkaban gestorben. Dort wurde die Mutter, die es ja eigentlich war, die gestorben ist, auch beerdigt. Barty Crouch Junior ist nach Hause gekommen und hat dort unter dem Imperiusfluch quasi ein Leben in Gefangenschaft gehabt mit Winky als einziger Begleitung. Und ja, als er dann nach Winkys langem Bitten bei Barty Crouch Senior irgendwann zum Quidditch-Finale durfte, hat er es dort geschafft, gegen den Fluch anzukämpfen
und sich den Zauberstab von Harry zu klauen, womit ihm die Freiheit quasi geschenkt wurde. Damit hat er auch das dunkle Mal beschworen. Das Problem ist, Bertha Jorkins kam irgendwann vorbei, um noch ein paar Unterlagen unterschreiben zu lassen. Aber der Senior war nicht da. Stattdessen war der Junior da, was sie strange fand, weil der ist damals als Todesser in Azkaban gestorben. Weil sie aber so viel jetzt darüber wusste und der Senior auch nicht wollte, dass sein Sohn jetzt verpfiffen wird, hat er sie mit einem sehr starken Gedächtniszauber belegt. So stark, dass Bertha Jorkins seitdem ein bisschen verwirrt war. Weswegen das auch alle jetzt immer sagen. Die ist verwirrt, die kommt schon noch wieder, die ist damals verschwunden. Wir erinnern uns an Teil 1 und 2 der Besprechung. Die hat das leider rausgefunden und musste deshalb verzaubert werden. Dann ist sie nach Albanien gereist. Genau, im Urlaub war sie quasi. Und ist dort per Zufall über Wurmschwanz gestolpert, der ebenfalls eigentlich tot sein sollte. Und er hat dann die Bertha Jorkins so ein bisschen bequatscht und zu Voldemort verschleppt. Da wurde sie dann unter Folter befragt und hat irgendwann gedroppt, dass das Trimagische Turnier in Hogwarts stattfindet, was dazu geführt hat, dass Voldemort einen Plan geschmiedet hat, wie er in die innersten Zirkel Hogwarts und von Dumbledore kommen kann. Und irgendwann hat er Bertha Jorkins dann ermordet, als sie nicht mehr von Nutzen war. So ist es. Als Senior versucht hat, die Kontrolle bei Junior wiederzuerlangen, kam leider Voldemort schon vorbei und hat wiederum den Senior unter den Imperius-Fluch gestellt. Der ist dadurch ein paar Monate verschwunden. Wir erinnern uns, in diesem Film wird es ausgespart, im Buch schon. Und hat sich dann durchgeschlagen. Der entkam und kam irgendwann völlig verwirrt in Hogwarts wieder an, durch den Wald, aber Barty Crouch Junior hat ihn mit der Karte des Rumtreibers gesehen. In diesem Fall hat er ihn so erledigt. Dazu kommen wir jetzt. Wir schließen hier wieder an den Film. Denn das Trio geht durch den Wald mit Hagrid. Wo kommen sie her? Ist das von der Aufgabe? Ich bin komplett verwirrt. Ja, das hat mich auch schon immer rausgeworfen. Es ist so spät auf einmal, es war eben gerade noch voll hell, jetzt ist es dunkel, sie laufen durch den Wald. Musst du durch den Wald, um zum See zu kommen? Ich glaube eher nicht. Aber er hat noch ein Handtuch um und so weiter. Ja, also ich denke mal, dass die einfach vielleicht so lange noch da gechillt haben. Ich weiß es nicht, aber es ist sehr, sehr komisch. Zumal ja Barty Crouch Senior ja auch eigentlich dann quasi an den vorbeigestürmt sein muss, damit der da schon wieder liegen kann. Also es ist super komisch. Hagrid ist überstolz, Hermine singt Hoggy Hoggy Hogwarts. Wie dem auch sei. Und dann liegt eine Melone auf dem Boden und hinter dem Baum liegt Barty Crouch Senior tot. Was ich sehr schade finde. Das haben sie nicht gut gemacht. Das tut mir leid. Diese Szene wirkt komplett deplatziert. Das ist so null Spannungsbogen. Du verstehst nicht so wirklich, warum Barty Crouch Senior auf einmal tot ist. Und wenn du diese Szene nicht hast, ja, dann vermisst du ihn auch nicht. Mir fehlt tatsächlich der Grundkontext der Szene. Ich weiß nicht, woher die kommen, wohin die gehen, warum die jetzt nachts durch den Wald gehen. Das ist eine der schwächsten, wenn nicht sogar die schwächste Szene des Films, finde ich. Weil du da auch viel mehr hättest machen können. Ja. Ich meine, da ist ein ganz, ganz ranghohes Tier des Zaubereiministeriums ist da ermordet worden, liegt auf dem Schulhof. Und das ist die Szene. Naja. Fragwürdig. Dieser Hardcut wird gefolgt vom nächsten Hardcut, der allerdings aufzuklären ist durch die Extended Edition. Eigentlich steht Harry sofort am Wasserspeier. Boom. So wie im Buch, ne? Weil da kommt Barty Crouch Senior aus dem Wald heraus getorkelt und er geht zu Dumbledore. In diesem Fall ist Barty Crouch Senior schon tot. Und er steht plötzlich bei Dumbledore. Weil die Story ihn dahin treibt, aber warum? Was ist da los? Und in der Extended Edition sieht man eine Szene, wie das Trio zurück in den Gemeinschaftsraum in Hogwarts, also in Gryffindor geht, sich kurz berät über die düsteren Vorzeichen und was da jetzt vor sich geht und dann gemeinsam entscheidet, dass Harry doch zu Dumbledore gehen soll. Jetzt wirklich. Das hat mir sehr geholfen. Sonst ist das ein ganz komischer Cut. Ja. Schade, dass sie das auch rausgelassen haben. Das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, der Film geht schon 2,5 Stunden. Die 2 Minuten hätten Bock jetzt auch nicht fett gemacht. Und gedreht habt ihr es schon. Tja. Ja, Dumbledore knallt auf jeden Fall in seinem Büro, fatscht die Wahrheit um die Ohren, dass es nur so raucht und wird dann schnell von Moody darauf aufmerksam gemacht, dass sie kein
vertrauliches Gespräch mehr führen, da der gute Potter vor der Tür steht. Das ist richtig. Ich möchte kurz zum Buch noch erwähnen. Nach der zweiten Aufgabe gibt es die erwähnte Szene, wie Sirius Black und Seidenschnabel in der Höhle sind und das Trio sich mit denen trifft in der Nähe von Hogsmeade und die noch ein bisschen beraten. Snape droht Harry, dass er ja Veritaserum über seinen Kürbissaft verschütten könnte, wenn er weiter Vielsafttrankzutaten klaut. Das kommt im Film später. Und sie sind zum zweiten Mal in diesem Film in der Küche, wo Winky, in diesem Fall die Hauselfe von Mr. Crouch, komplett betrunken ist und komplett lost ist. Und die anderen Elfen schämen sich ein bisschen und decken sie, glaube ich, einfach zu mit einer Tischdecke. Das ist schon assi. Ja. Und Hagrid hat neben den knallrümpfigen Krötern jetzt auch Niffler, die im Film nicht vorkommen, aber in den neuen Filmen, Fantastic Beasts, das finde ich sehr schön. Gerade da haben viele gesagt, ne, das ist doch Merchandise und das ist doch nervig und so. Nee, die sind in den Büchern. Die gibt es schon bei Harry Potter, müsst ihr jetzt nicht mit anfangen. Ja, das stimmt. Ja, und dann sind wir auch bei Dumbledore. Und der geht einfach raus. Genau, und bietet Harry vorher noch ein paar Lakritz-Schnapper an, die da einmal vorkommen und dann, glaube ich, nie wieder. Ja. Ja. Das ist ein bisschen random. Einfach nur da, also in echt, im Buch ist der Schrank zum Denkarium leicht offen und scheint so, haben sie einen Grund, damit Harry rückwärts taumelt und den aus Versehen öffnet. Tut nicht weh, mein Gott. Ja, eben. Wichtig ist, dass das Denkarium rauskommt. Und das Denkarium ist großartig. Ich finde es ein bisschen kritisch, dass Harry da auch direkt schon quasi seinen Kopf reinsteckt. Mittlerweile dürfte er ja gelernt haben, dass das in der Zaubererwelt nicht unbedingt die beste Idee ist. Vor allen Dingen nicht, wenn es irgendein Gerät ist, was Dumbledore eigentlich versteckt hat, beziehungsweise geschlossen hat. Dass er da jetzt so reinstolpert, das ist seiner Neugier geschuldet. Und es ist wunderschön. Diese Szene ist wunderschön. Die Animation, so leichter Rauch, silbrige Dampffäden, die über dieser Wasserschale sind. Und Harry haut natürlich sofort sein Gesicht da rein und fällt weit, weit runter in einen Gerichtssaal, den wir auch im nächsten Film nochmal sehen werden. Ein paar Jahre zurück, vor ungefähr 200 Magiern, sitzt er dann da und überlegt erstmal, was abgeht. Ganz genau. Dann wird eine Hand durch ihn durchgereicht und jeder weiß, ah, okay, er ist quasi wirklich nur Zuschauer in dieser Erinnerung. Und in dieser Erinnerung wird einiges an Plotpoints rausgehauen. Also wirklich, da ist viel Inhalt. Wir haben... Nicht Geräusche machen mit dem Kabel am besten. Achso, man hört es. Schrecklich. Man hat den Reveal, dass Snape ein Todesser war. Denn wir befinden uns bei der Anhörung von Igor Karkaroff. Vorsitzender ist Barty Crouch Senior. Unter anderem in den Rängen sitzen auch Dumbledore und Mad-Eye Moody. Der das magische Auge schon hat, was ich immens schade finde. Im Buch hat er noch die beiden heilen Augen. Oh, ich hätte es gern gesehen. Einfach um ihn so ein bisschen anders wirken zu lassen. Ich weiß, Wiedererkennungswert, vielleicht erkennt man ihn sonst nicht. Das ist tatsächlich häufiger so bei dummen Filmguckern. Aber es ist wirklich so. Es gab neulich bei Star Wars irgendwas, da kam dann Darth Maul und die Leute haben ihn beim Testscreening nicht erkannt, da mussten sie ihm das Lichtschwert geben, damit das in so einem Hologramm anmacht, was gar keinen Sinn macht, aber sonst haben ihn die Leute nicht erkannt. Egal. Ich hätte ihn gern mit zwei Augen gesehen. Ja, kann ich verstehen. Aber naja, der Igor. Der Igor. Der Igor ist eine Snitch und haut erstmal ganz, ganz viele Namen raus. Der will auspacken. Wir haben Evan Rosier. Den hat Moody allerdings schon getötet, wie er sagt. Hat ein Stück von Moody mitgenommen. Wie geil wäre denn bitte eine Serie über Moody als Auror? Oh, das würde ich gucken. Moody jagt, auch eine Miniserie, 12 Folgen, eine Staffel, aber der jagt die letzten Todesser in wirklich krassen Duellen auf Leben und Tod, weil Moody dafür lebt. Und dann diese Heavy-Zauberduelle. Wäre schon geil. Und vor allem die Art und Weise, wie Moody sie aufspürt. Die sind ja alle in Hiding. Das wäre geil. Wäre ich für. Ja. Der zweite Name, der da raushaut, Augustus Rookwood. Rookwood. Ist ein Spion im Diensten des Ministeriums. Bisher scheint aber doch für Voldemort zu arbeiten. Da will Crouch sich tatsächlich mal die Akte holen. Das findet er interessant.
Interessanterweise ist das der Kerl, der später Fred Weasley tötet in der Schlacht von Hogwarts. Aber das reicht Crouch nicht. Das reicht uns nicht, sagt er, ließ die Peitsche knallen und Karkaroff muss wieder nach Azkaban. Doch vorher haut er nochmal seinen letzten Ass oder sein letztes Ass raus und sagt es mit der Inbrunst der Überzeugung, dass gleich ein Tumult losgetreten wird, was auch der Fall ist. Ein letzter Name auf seiner Liste, Barty Crouch. Snape erstmal. Er sagt das Snape. Den hatten wir doch aber schon. Evan Bosier, Augustus, Snape. Den haben wir aber schon erwähnt, meine ich. Haben wir? Ja. Okay. Ich hatte ihn vorhin erwähnt. Ach so, du bist nicht in der Reihenfolge, okay. Korrekt. Genau. Der Mann, der Frank Longbottom und dessen Frau entführt und gefoltert hat. Nämlich Barty Crouch. Junior. Schön. Alle sind natürlich erstmal schockiert. Was? Barty Crouch, der Vorsitzende dieses Gerichtssaals, soll ein Böser sein? Nein, es ist der Sohn von Barty Crouch. Der ebenfalls bei den Zuschauern sitzt. Und auch gerade rumgeht und völlig erschrocken aufguckt, was? Nee, er war schon im Begriff abzuhauen. Er stand ja auf dem einen Tisch und versuchte dann von diesem noch runterzuspringen, abzuhauen. Ja, aber als er angesprochen wird, steht er da auch so auf der Tribüne. Ja, genau. Weil er ja schon weiß, wenn Barty Crouch kommt, dann wird das Junior wohl recht bald folgen. Und er ist quasi schon im Begriff zu flüchten. Dann springt er allerdings in die Mitte des Raumes. Was nicht so klug ist. Verstehe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Moody ist zumindest, das finde ich wiederum cool, Moody ist der Einzige, der reagiert. Der Einzige bei 200 Magiern und knockt ihn sofort aus. Und er wird vor dessen Vater gezerrt. Und dieser sagt aber nur, das ist nicht mein Sohn. You're no son of mine. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Allerdings, man sieht auch wieder das Zischeln in dem Wahnsinn des Barty Crouch Junior. Er zischelt mit seiner Zunge, das große Erkennungszeichen. Wer es jetzt nicht gerafft hat, dass das eventuell Moody sein könnte, wird schwierig langsam. Aber ja, ist eine interessante Szene und deutlich, deutlich kürzer als in den Büchern. Ja, in den Büchern sitzt auch der Barty Crouch Junior vor Gericht und nicht mit dem Gericht, schaut sich das Ganze an, sitzt auch vor Gericht mit dem Ehepaar Lestrange. Genau, warte. Wir haben erst Karkaroff, dort auch. Es sind drei Gerichtsszenen in den Büchern. Drei Stück, nicht eine. Karkaroff ist der Erste, der seine Leute verpfeift. Dann haben wir Ludo Bagman, der einfach ein sympathischer Kerl ist. Die Zuschauer mögen ihn alle. Der hat zwar gemeinsame Sache mit Todessern gemacht. Es ist schon so ein bisschen so ein Nazi-Kollaborateur. Der Typ ist halt einfach ein super Opportunist. Ja, aber weil er ein ehemaliger Sportstar ist, Quidditch-Star, wird er begnadigt, weil die Leute auch inzwischen so auf diesem Train sind. Und die nächsten vier, die kommen in der nächsten Erinnerung, sind tatsächlich Person X, das Ehepaar Lestrange und Barty Crouch Junior. Und die werden verurteilt und da ist ein ganz großer Hass im Raum, weil die beiden Auroren sehr beliebt waren und eigentlich dachte man wohl, es wäre alles vorbei mit Voldemort und dann kam diese Geschichte auf. Und jetzt sollen Köpfe rollen und deshalb ziehen die jetzt durch. Die werden allesamt nach Azkaban geschickt. Genau. Ich muss ja sagen, dass ich die Szene sehr, sehr feier, weil David Tennant da mal ein bisschen länger gezeigt wird. Und trotz der Tatsache, dass es immer noch eine sehr kurze Szene von ihm ist, ist das sehr eindrucksvoll. Auch Igor Karkaroff, der ja sonst Abziehbild ist, kann stark punkten, der Schauspieler. Ja. Im Käfig. Ziemlich cooler Käfig mit Stacheln nach innen. Aber auch sehr makaber. Sehr makaber, sehr mittelalterlich. So ist die Zaubererwelt ja meistens, aber das ist schon sehr hart. Das ist schon echt ein Brett, ja. Von daher, nee, kommen alle gut weg in der Szene. Senior, Junior, Karkaroff kommen nicht gut weg im Sinne von inhaltlich, aber können alle punkten. Ja. Noch ein bisschen mehr zeigen. Und ja, der jüngere Dumbledore sieht auch immer cool aus. Ja, das stimmt. Und wir sind zurück. Harry wird wieder rausgerissen aus dem Denkarium. Und Dumbledore steht da einfach neben ihm und redet in die mittlere Ferne. Auch nicht direkt zu Harry, er spricht einfach in den Raum hinein. Ich mag Dumbledore. Der Typ ist so verpeilt und irgendwo woanders. Er ist manchmal einfach ein bisschen strange. Aber er ist in dieser Szene auch so zerfahren und ratlos wie sonst fast nie.
Das ist ja fast schon ein bisschen beängstigend, ihn so zu sehen. Ja, man kann es nicht nur meinen. Harry ist in seinen Gedanken unterwegs gewesen, in seinen Erinnerungen, in denen Dumbledore selber die Lösung sucht für das, was gerade vor sich geht, für die Bedrohung, warum Harry in diesem Turnier ist und was passieren wird, sodass man fast glauben kann, er hofft, dass Harry in den Gedanken irgendwas findet, weil er selber schafft es nicht. Und das ist ein hartes Ding für jemanden wie Dumbledore, der eigentlich allwissend ist, dass der so gar keinen Ansatzpunkt hat, was hier gerade passiert. Nicht mal eine Spur. Deswegen sucht er alle seine Gedanken durch, was da passiert sein könnte. Ja, dann verlässt Harry das Büro und Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Stopp. Erstmal steht Dumbledore vor einem Regal, in dem ein Objekt liegt. Eine Plastik der Heiligtümer des Todes. Ein kleines Metalldreieck, in dem eine Kugel und ein Stift sind. Finde ich sehr cool. habe ich nicht gesehen. Also er steht vor so einer Glastür und da drin liegt diese Plastik der Heiligtümer des Todes. Ist eine süße Sache. Ja, das ist schon cool, zumal es ja auch erst 3 Jahre später dann wirklich relevant wird für die Story. Die Art und Weise, wie er den Gedanken mit dem Elderstab aus seinem Kopf holt, sehr hübsch animiert. Also visualisiert, muss man in dem Fall sagen, wie er diesen blauen Gedankenstrahl rausnimmt und den langsam Richtung Becken führt. Mag ich. Hat was, ja. Mag ich. Was er nicht erzählt, das sind drei Dinge, die alle im Film keine wirkliche Rolle spielen. Zum einen, dass er mit Sirius Black in Kontakt ist. Das macht er im Buch. Er schreibt auch Briefe mit ihm, haut er einfach mal raus. Zum zweiten reden sie kurz über, ups, Entschuldigung, über Nevilles gefolterte Eltern. Darüber, dass Nevilles Eltern zwar nicht tot sind, aber im Saint Mungo. Mungo Irrenhaus liegen. So schwer gefoltert wurden, dass sie Neville nicht mehr erkennen. Dumbledore weiß, dass Neville sie einmal im Jahr besucht mit seiner Großmutter, Tante, was auch immer, und Großmutter. die ihn aber nicht erkennen, weil die Matsche sind. Das ist heavy. Ja. Da wird zum ersten Mal deutlich, dass Neville eine fast noch tragischere Backstory hat als Harry. Und das gibt dem Ganzen eine ziemliche Tiefe, die in den Filmen fehlt, auch wenn er am Ende trotzdem zum Held wird. Wie dem auch sei. Und über Snape möchte er nicht reden. Harry fragt noch, warum ist Snape tot, ist er warum jetzt nicht mehr? Und Dumbledore sagt nur, will ich nicht drüber reden, das ist eine Privatangelegenheit. Cool, dass sehr obvious jetzt schon damit gespielt wird. Das stimmt. Aber ich kann auch Harry verstehen, der sich denkt, so ja, also ich war schon sowieso nicht Best Friends mit dem Typen. Jetzt weiß ich, dass der auch noch unter dem gearbeitet hat, der meine Eltern ermordet hat. So langsam fange ich an, ihn wirklich, wirklich, wirklich zu hassen. Und du willst mir nicht erklären, warum ich ihn nicht hassen soll. Also, so what? Ja, jetzt geht er raus aus dem Büro. Was der nächste weirde Hardcut ist. Schon, ja. Man wird da wieder in die Szene geschmissen. Man weiß nicht so wirklich, wo man sich befindet. Denn im Kerker ist es nicht, aber offensichtlich hat Snape da seinen Vorratsraum. Bisschen komisch. Genau, die Tür geht auch einfach random auf. Es ist eine ganz komische Szene. Für mich knapp hinter der Waldszene mit Hagrid eine schlecht gelöste. Die Tür geht auf, da steht Karkaroff, der zeigt das große dunkle Mal auf seinem Arm, während er mit Snape redet. Es ist alles so on the nose Mir inzwischen. zeigt es aber auch so, dass man das genau durch die geöffnete Tür sehen kann. Tja. Ja. Zumindest das dunkle Mal ist wieder da, es ist deutlich sichtbar. Snape erwischt aber Harry, wie der spioniert, wobei der hat auch keine Mühe gegeben, sich irgendwie zu verstecken. Also Und wirklich spioniert hat er auch nicht. Ich meine, wenn neben dir eine Tür aufgeht und du Leute brüllen hörst, dann ist dein erster Gedanke auch, was geht denn da ab? Und er stand ja nur kurz da. primär appreciated er Harrys Leistung im See. Und das ganz offen und ehrlich. Dianthuskraut, stark. Finde er gut. Also, ohne Ironie, Snape findet die Idee super und die Umsetzung von Harry im See einfach stark. Bis er ihn dann darauf hinweist, dass das Dianthuskraut ja komischerweise wahrscheinlich aus seinem Vorratsschrank geklaut ist. Wie auch andere Sachen. Ja, unter anderem Zutaten, die man für einen Vielsafttrank braucht. Tja, und hier kommt die Szene, die im Buch schon war. Wenn Harry noch weiter diese Zutaten stehlen sollte, dann würde er vielleicht etwas Veritaserum über dessen Kürbissaft vergießen. Ich liebe die kleine Handbewegung, die er macht, als er andeutet, dass er ihm das reinträufeln will. Ist schön.
Und dann knallt er ihm die Tür so dermaßen vor der Nase zu. Wir haben noch eine kurze Extended-Szene, wie das Trio aus Harry, Ron und Hermine kurz berät, was das auf dem Arm gewesen sein könnte, was es damit auf sich hat. Und dann merken sie, dass Harrys Narbe wehtut. Und spüren, dass irgendwas Böses wohl kommen wird. Keine dolle Szene. Naja. Aber es wirkt auf den ersten Moment fast wie so, wie so damals im ersten Teil, wie sie zusammensitzen und rätseln. Tatsache. Statt zu rätseln, gehen wir in den nächsten Hardcut. Es regt mich in diesem Film auf. Ja, er hat es ein bisschen übertrieben. Der ein oder andere hat funktioniert und war gut. Aber viele lassen dich als Zuschauer einfach im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen lost durch den Film stolpern und brauchst erstmal ein bisschen, um zu wissen, in welcher Szene du bist. Wir sind nämlich schwierig. Urplötzlich bei der dritten Aufgabe. Und so überrascht war ich im ganzen Film nicht. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas, aber nee, wir sind da. Jo. Ja, und die Musik ist geil. Die Musik ist geil. Vorher habe ich noch ein Ding, was ich sehr, sehr schade finde. Im Buch fand ich das einen rührenden Plot. Die ganzen Champions wurden vor der dritten Aufgabe von ihren Familien überrascht. Die wurden eingeladen, die sollen sich das Ganze mit anschauen. Und Harry wollte nicht mit in diesen Raum gehen, wo sich die ganzen Familien treffen, denn er hat keine. Und der Einzige, der da irgendwo in die Familienkategorie passen würde, wäre Sirius, und der wird wohl schlecht da direkt eingeladen. Und dann wird er irgendwann doch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass er doch bitte mal in den Raum kommen soll, denn da stehen komplett in versammelter Mannschaft die Weasleys. Das fand ich einfach eine schöne, richtig süße Szene. Vor allem ist daran schön, dass Fleur Delacour hin und wieder Blicke in Richtung Bill Weasley rüberwirft. Doch sehr interessierte Blicke zu diesem Bank-Rockstar. Gesicherter Job steht, kann steht nicht schaden. Steht auf Bad Boys einfach. Ja, gesicherter Job kann nicht schaden, aber des Geldes wegen kannst du keine Weasley heiraten. Nee, es ist tatsächlich sehr, sehr schön. Und wir haben auch die kleine Szene, wie Molly, die auch auf Hermine angepisst ist, denn auch Molly liest den Tagespropheten und liest Rita Kimcorns Klatschzeilen. Die dachte bis dahin, dass Hermine mit Harry spielt und war deshalb noch pisst, bis jemand fragt, du glaubst nicht ernsthaft, dass das stimmt, was da drin steht, oder? Und sie dann einsieht, ja, okay, vielleicht ist das Unsinn, und dann mag sie Hermine auch wieder. Das ist schön, nachdem sie nämlich, ich glaube, zu Weihnachten allen ein tolles Geschenk geschickt hat und Hermine einen Keks. Das ist schon so, ja, dann schenk ihr doch einfach gar nichts. Das ist doch wirklich jetzt nur verbittert. Wir kommen zur Szene, die zuallererst gedreht wurde. Nämlich die Szene der dritten Aufgabe, wo die Champions herauskommen. Das ist die allererste gedrehte Szene. Wie Amos Diggory, stolz wie Bolle, mit seinem Cedric herausspaziert. Wie die Französinnen Macarena tanzen auf der Tribüne, was komplett weird ist, aber egal. Draco und Co. sind für Viktor Krumm, hinterfrage ich jetzt auch nicht mehr. Was sind das für Wichser? Ja, passt halt irgendwie, ne? Und Harry Potter wird natürlich von Dumbledore persönlich rausgebracht, der Special One. Das, was auch sonst. Es wird auch nicht mal mehr versucht, das zu kaschieren. Nö, aber Dumbledore scheint sehr beunruhigt. Ja, das fand ich sehr schön geschauspielert. Das war wirklich gut. Er ist sichtlich besorgt. Er kann, wie sagt man im Englischen? Kann put the finger on it oder so. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas läuft hier ganz schief. Aber weiterhin. Und wir sind jetzt bei der letzten Aufgabe. Bis hierhin war er schon am Rätseln, was los ist. Er weiß, jetzt wird irgendwas passieren. Aber er kriegt es nicht raus, wo der Haken ist bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Aktion. Ja. Das ist, finde ich, phänomenal geschauspielert. Außerdem nochmal der schöne Hinweis, dass Alistair Moody den Pokal versteckt hat. Was ich auch komisch finde, eigentlich sollte das jemand vom Zaubereiministerium machen, denn ein Lehrer von Hogwarts, der das Ding, womit man dieses ganze Turnier gewinnen kann, in die Mitte des Feldes bringt. Oder auch sonst wohin. Naja. Ja, aber Moody hat anscheinend nicht nur den Pokal versteckt, sondern auch den ganzen Spaß rausgenommen. Ja, also das ist wirklich ein verdammt langweiliges Labyrinth. Dumbledore kündigt es an, da drin gibt es keine Drachen und keine Kreaturen der Tiefe und keine schwarze Magie. Ja, was gibt es da drin dann? Es gibt bewegliche Hecken. Und Wind. Und Wind und ein paar Wurzeln.
Ja. Der größte Feind ist ja auch der Geist. Sorry, das Labyrinth haben sie komplett verkackt. Ich finde es schön, weil es ein reales Set ist. Es sind hydraulische Riesenwände mit diesen Hecken, die sich wirklich bewegen können, was sehr eindrucksvoll aussieht bei den Behind the Scenes. Die Tatsache, dass sie ihn echt gegen knallrümpfige Kröter, gegen Irrwicht-Dementoren, gegen Swings, gegen Riesenspinnen, gegen alles kämpfen und einfach nichts da ist, das ist hart. Das ist schon wirklich traurig, zumal du aus dieser Swings hättest du so viel machen können. Die gibt es nur in dieser Szene. Nur. Sonst gibt es nie wieder eine Swings. Die finde ich am beschissensten. Die finde Echt? ich selbst im Buch kacke. Die fand ich im Buch total cool. Ich war richtig gespannt, wie die dargestellt werden wird. Ja, gar nicht. Easy. Wir haben Aber aber vorher noch wieder einen letzten Gag von unserem beliebten Hausmeister, der mal wieder. Also wirklich eine Glanzleistung raushaut. Dumbledore, der sich groß hinstellt und sagt: Also auf drei, eins, boom. Und er einfach so richtig angefressen nur noch in Richtung von Argus Filch guckt. zusammenpassend dazu beginnt die Band auch zu spielen, ganz panisch und plötzlich, beginnen aber nicht synchron, weil sie so überhastet sind, sodass sie sich erstmal in ein paar Takten finden müssen. Es macht Spaß. Das ist so bescheuert. Es ist echt einfach gut. Und wie gesagt, haben wir da über den gesamten Film immer gefrusteter, wenn irgendwas nicht läuft für Hogwarts. Er ist eh schon, er weiß, irgendwas mit dunkler Magie wird heute passieren und dann macht Argus Filch auch noch so eine Scheiße da oben. Ist Und einfach der schön. guckt auch immer so unschuldig, als wüsste er nicht, wie die Kanone funktioniert, was da jetzt passiert ist. Ja, du hast die angezündet. Vor allen Dingen ist es jetzt das dritte Mal, dass du sie bedienst. Raff's doch mal, Kollege. Ja, leider ist nichts im Labyrinth. Was ist, okay. Bei der ersten Aufgabe hatten sie richtig coole Kleidung, bei der zweiten Schwimmkleidung. Jetzt sind es Yoga-Hosen und Schlafanzug-Oberteile. Was ist da los? Ja, es ist ja auch abends. Also vielleicht einfach. Alle vier sehen scheiße aus. Ja, vielleicht wollen sie einfach nur ein bisschen was Legeres haben für die letzte Runde. Krumm in hellbraun, naja. Cedric, das ist komplett Schlafanzug. Fleur, das sind auch Gut, alles ist so. eh nur 2 Minuten im Labyrinth, ne? Okay, stopp. Also die Zuschauer sehen sowieso wieder gar nichts. Ja, das ist auch wieder Das wunderbar. Labyrinth schließt sich sofort, Also nachdem sie drin sind. nach der ersten Runde ging es echt bergab. Und was ist das für ein Turnier? Es sind drei Aktionen auf ein ganzes Schuljahr. Das Ding hättest du in einer Woche durchhaben können. Alles, was von diesem Turnier bleibt, sind 3 Tage von ungefähr vielleicht 300. Vor allen Dingen, warum wurde dafür jetzt Quidditch abgesagt? So, das hättest du auch zwischendurch machen können. Das Turnier nimmt sehr wenig Raum in diesem Schuljahr ein. Ja. Das bleibt kaum in Erinnerung bei den Schülern. Ist halt auch geil, dass die anderen Schüler, dass da teilweise ganze Klassen für ein Jahr lang nicht in ihrer Schule unterrichtet werden, in einem anderen Land leben, für drei Aufgaben von zwei Personen. Das ist komplett lost. Die beiden anderen Schulen haben ein Jahr lang keinen Schulleiter. Was ist das? Vor allem, okay, die Aufgaben dauern ja nicht mal einen Tag, die dauern eine Stunde. Ja, Maximal. Drache ging stimmt. deutlich schneller. Das war's. Dann hast du auch wieder ein halbes Jahr frei. Das ist echt. Also entspanntes Leben. Und Harry, der zum Beispiel auch von den Abschlussprüfungen befreit war für dieses Jahr. Absolut richtig. Den Hogwarts March will ich nochmal hervorheben. Tolle Musik vom Schulleiter. Vom Chor, vom Schulchor. Flitwick ist, glaube ich, wieder der Chorleiter. Und Amos Diggory wünscht Cedric nochmal viel Glück. Es gibt eine bedeutungsschwangere Umarmung. Warum das wohl so prominent gezeigt wird, verstehe ich nicht. Man weiß es nicht. Ich finde es, also. Sie haben es geschlachtet. Die Aufgabe. Das tut mir leid. Ja. Größte Enttäuschung des Films. Abgesehen davon, dass Angelina Johnson nicht Ich auf. dachte jetzt, abgesehen von der Quidditch-WM. Nee, also das Angelina ist. Johnson, Quidditch WM, dritte Aufgabe. Okay. Nee, okay. Ich weiß auch nicht, es ist ein Labyrinth. Labyrinthe haben an sich, dass du keine große Fläche brauchst, um sie als Labyrinth zu gestalten. Ich verstehe nicht, warum es nicht das Quidditch-Feld hätte sein können, wie im Film. Da wird quasi auf dem Quidditch-Feld das Labyrinth angelegt. Hier ist es der See? Fragezeichen. Es ist eine viele, viele Kilometer weite Strecke zwischen Bergen.
Ich weiß nicht genau, was es sein soll, wo es sein soll. Es ist bei Fort William gedreht in Schottland. Und also für mich sieht es so aus, als hätten sie die Fläche des gesamten Sees animiert, einfach als Labyrinth und das da drauf gemacht. Macht auch keinen Sinn. Das ist so ein Ding. Quidditch-Feld hätte gereicht. Die laufen eh Schon. nur um drei Ecken und zwei Strecken lang. Und scheinbar wollt ihr ohnehin nicht, dass eine Aufgabe länger als der Stunde geht. Also muss es jetzt auch nicht so elendig groß sein wie da. Das ist ja wirklich übertrieben. Dumbledore schaut Moody nochmal sehr skeptisch an, während er Harry Tipps gibt. Finde ich auch schön. Das ist noch so ein letzter prüfender Blick, weil Dumbledore immer noch keine Ahnung hat, was hier eigentlich abgeht. Der schaut nochmal Moody so mit dem letzten irgendwas an. Also der ahnt irgendwas. Moody zeigt nochmal kurz an. Harry, links, links, ja. Und dann geht es auch rein. Das Labyrinth geht zu. Die Zuschauer sehen nichts mehr. Harry hört auch nichts mehr. Es geht los in das Labyrinth, in der nur der eigene Geist der größte Feind ist, denn sonst gibt's keine Feinde. Ja, außer Hecken. Hecken, ja. Das wäre jetzt eine Aufgabe für Sprout. Wir sehen zum ersten Mal die Subjektive von Cedric und auch von Fleur. Das ist ganz, ganz selten, dass wir, abgesehen von so Anfangsszenen wie jetzt bei Voldemort, dass wir von Harrys Perspektive weggehen und tatsächlich die von anderen Schülern sehen. Das passiert eigentlich gar nicht. Warum nicht beim Drachen, frage ich mich dann. Naja, das nur so nebenbei. Hätte ich auch gern gesehen. Wäre in dem Fall auch spannender gewesen. Ich persönlich wäre übrigens ein größerer Freund davon gewesen, den Drachen deutlich kürzer zu halten und sich hier auf die dritte Aufgabe zu konzentrieren. Aber wer bin ich schon? Wir können kurz durchgehen, was es alles gab. Es gab die knallrümpfigen Kröter, die das ganze Jahr über schon Hagrids großes Projekt waren. Gigantische runzlige Skorpione, die pulsieren und explodieren und wie kleine Panzer eigentlich sind. Wir haben den Irrwicht-Dementor, den hätte ich sehr schön gefunden als Callback zu den Lupin-Unterrichtsstunden, Ja. weil Harry rennt um die Ecke, sieht einen Dementor und merkt dann aber, Moment, Mein Patronus richtet gar nichts aus. Strange und dann Ridiculus und er hat ihn besiegt. Wir haben noch einen Riesenkröter. Erst kämpft Cedric gegen den, dann Harry. Und dann haben wir, wie auch im Film, Viktor Krumm, der komplett Nüsse geht. Krumm hat übrigens einen krummen Zauberstab, ich möchte es nochmal sagen. Und wir haben Fleur Delacour. Fleur Delacour, kompetente Zauberin, rennt völlig weinend und aufgelöst durch dieses Labyrinth. Was hat sie erwartet? Also sie rennt halt immer in Sackgassen und kehrt wieder um. Ja, das ist ein Labyrinth. Ja, und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum sie sie im Film wie die allergrößte Nulpe dargestellt haben. Ich verstehe es wirklich nicht. Auch nicht, hätten sie ja wenigstens einen Badass-Moment gegeben. Ja. Dass sie vielleicht noch. Guck mal, Krumm steht unter dem Imperius-Fluch, wie wir auch sehen an seinen weißen Augen. Aber der knockt Fleur halt aus. Hätte sie nicht zwei, drei Flüche vielleicht blockieren können oder so? Das hätte sie sofort um Welten elevated als Charakter. Absolut. So schreit sie kurz rum und ist raus. Ja. Und wird sehr gruselig von den Wurzeln angesaugt. Das möchte Ja. ich nicht sehen oder erleben. Nee. Nope, nope, Also nope, das ist nope, wirklich, das ist Albtraummaterial. Und wird dann auch von Harry, dem großen Helden, noch gerettet. Er schießt die roten Funken in die Höhe und läuft dann vor dem Sturm davon. nope. Richtig. Die Swings überspringen wir auch, die Harry im Buch ein Rätsel stellt, das er lösen muss. Und die Riesenspinne überspringen wir auch. Stattdessen kommen Zweige und Äste und Moos. Und mehr Wurzeln. Und da ist auch schon der Pokal. Ja, easy. Das geht tatsächlich sehr schnell. Ich meine, es sind handgestoppte 2,5 Minuten oder so. Da sind Cedric, also Krumm, attackiert nach Fleur auch Cedric. Die beiden duellieren sich. Cedric knockt Krumm aus. Und die beiden stehen da und 100 Meter weiter leuchtet der Pokal. Das war's schon. Dann kommt der letzte große One auf den Pokal, das letzte große Wettrennen. Es passiert weiter nichts außer ein paar Wurzeln. Die reichen aber aus für den Hufflepuff. Nachdem wir schon gelernt haben, dass Harry eigentlich ein echt beschissener Läufer ist, reicht's aber für Cedric? Der, und das möchte ich nochmal sagen, die Wurzeln sehen mir zu realistisch aus. Wie der von den Wurzeln verschlungen wird, ist wahnsinnig gruselig. Ja, und er kämpft sich da wirklich raus und fleht dann quasi Harry noch an. Das ist schon, ja, das ist schon ein bisschen beängstigend. Ja, also Hecken nicht, Wurzeln ja.
Ich sag's mal so, es wäre besser gewesen, hätte er sich ergeben. Die Wurzeln waren nicht das Schlimmste an diesem Tag, mein Junge. Kurz zum Pokal, der ist sehr It's hübsch. all downhill from here. Der Pokal ist sehr, sehr hübsch, zu dem sie dann gelangen, nachdem die Hecke sich hinter ihnen schließt und sie gemeinsam hinsprinten. Der ist bläulich-kristallschimmernd mit drei silbernen Drachen als Henkel. Sehr hübsch. Das hat was, Hübsches ja. Ding. Besser als der Feuerkelch. Das bisschen Smalltalk, was sie noch halten, bevor sie den Pokal wirklich berühren, finde ich auch ganz nett. So, ja, das ist schon anstrengend, ne? Aber auch Boah. keine Eile. Nee, also, ja, wieso auch, ne? Harry weiß, dass nur noch die beiden im Rennen sind. Da braucht er sich jetzt auch nicht mehr beeilen. Was nicht passiert ist, dass sich Harry schwer am Bein verletzt. Das ist für mich ein großer Punkt, warum er sich auf dem Friedhof so wenig wehren kann. So ging es auch, kommen wir gleich zu. Aber im Kampf gegen die Spinne verletzt sich Harry recht schwer am Bein. Ich weiß nicht, ob er sich bricht oder sonst was, wird nicht erwähnt, Ich aber glaube irgendwie so. Ja. er kann halt kaum gehen. Und das schwächt ihn enorm. Und ich glaube, Cedric ist es dann, der wartet auf Harry. Und die beiden fassen ihn dann zusammen an. Ich glaube, im Film ist es so, dass Harry es vorschlägt. Ich glaube ja. Letztendlich. Ich meine ja. Okay, sie fassen ihn an. War wieder keine gute Idee. Ja. Aber wir sind da, wo wir ganz am Anfang des Films waren. Auf dem wunderschönen Friedhof von Little Hangleton. Oben ist das Haus der Whittles. Auf dem Hügel, auf dem Grabstein steht der Name Whittle. Alles in dieser Szene schreit nach Whittle. Und er kommt auch. Er hört auf die Rufe Whittle, Whittle, Whittle. Und er kommt um die Ecke, getragen von Wurmschwanz. Zunächst sagt Harry noch, Hier steht Whittle. Whittle, Whittle. Lass mal zurück zum Pokal. Und da war ich echt ein bisschen glücklich drüber, denn das ist eine richtige Reaktion. Das ist genau das, was man sonst nicht von seinen Hauptcharakteren hat, die sagen: Oh Mensch, ist hier so dunkel und bedrohlich alles. Muss Lass das mal mal trennen und mal. weiter erforschen. Ja, seine erste Reaktion: Ja, Cedric, lass uns mal zum Pokal. Und wenn Wurmschwanz ein bisschen später gekommen wäre, dann wären sie schon wieder weg gewesen. Das wäre auch geil. Er kommt dramatisch raus und sieht gerade noch, wie die beiden den Pokal berühren, ihn noch so angucken und dann einfach verschwinden. Das wäre so geil. Also, super Sache. Da bin ich echt ein bisschen stolz auf Harry. Das hat er toll gemacht. Get back to the cup. Situational Awareness. Ja, aber Cedric will nicht. Cedric will ihm helfen. Erneut, Entscheidungsfindung in solchen Klatschsituationen ist nicht so gut bei Cedric. Was ich ganz spannend finde, es gab da ein bisschen Promotion-Material zu diesem Grabstein auch, auf dem Tom Riddle steht. Nur stand anfangs Tom Marvolo Riddle da. Was schlecht ist. Denn zu dem Zeitpunkt, als Tom Riddle in Anführungsstrichen gestorben ist, hat er den Namen Marvolo noch gar nicht getragen. Den hat er sich ja danach erst quasi selbst gegeben, als Anlehnung an Lord Voldemort. Das haben sie dann tatsächlich ganz, ganz kurz vor der Veröffentlichung von diesem Promotion-Material noch geändert. Glück gehabt. So ist es eine Szene, die ich damals, als ich jung war, tausende Mal auf YouTube gesehen habe, weil ich sie tragisch und gleichzeitig schön finde. Ich bin ein Sucker für Todesszenen. Wir haben Wurmschwanz, der rauskommt mit dem mit Voldemort-Baby auf dem Arm. Baby Voldi. Baby Voldy, so nenne ich ihn. Nee, Voldy-Baby habe ich hier stehen. Und Cedric geht sofort in Verteidigungshaltung. Cedric ist ein guter Schüler. Und hält seinen Zauberstab wie eine Pistole. Geil, oder? Das sah total weird aus. Das habe ich vorher rausgerissen. Was machst du da? Finde ich richtig stark. Das ist sofort Duellhaltung. Eine Hand irgendwie zur Abwehr, die andere mit dem Zauberstab angelegt, ruft sofort, Who are you? What do you want? Stark. Blöd. Das Einzige, was Voldemort sagt, Kill this bear! Töte den Überflüssigen. Das ist schon hart. Töte den Überflüssigen finde ich schon echt heavy. Ja, aber siehst doch mal aus Voldemorts Perspektive. Er wollte nur Harry. Das sind jetzt zwei. Das ist jetzt, ja, ist jetzt doof. Zeigt natürlich auch den absoluten Disrespect so. Wir können Voldemort noch mal etablieren. Das macht gar nichts. Töte den Überflüssigen. Kill the spare. Wurmschwanz als willenloser Handlanger befolgt den Befehl sofort. Das fand ich nämlich eigentlich fast das Erschreckendste an der ganzen Geschichte, wie wenig Zeit es gebraucht hat zwischen der Ansage von Voldemort und dem Ausführen des Auftrags von Wurmschwanz und dann natürlich dem Ergebnis, dass Cedric tot ist. Das sind ja keine 5 Sekunden. Cedric fliegt wirbelnd zurück
landet tot im Gras. Sehr hübsch. Und der erste Full Power Avada Kedavra gegen einen Menschen. Und auch noch gegen eine Person, die wir mögen und schon zumindest seit Beginn des Films, eigentlich seit letztem Jahr schon kennen. Genau, das hat sich etabliert. Cedric ist ein guter, wir hatten es schon angesprochen, Cedric ist einfach eine gute Persönlichkeit, ein guter Mensch, ein guter Freund, ein strebsamer Schüler. Niemand, dem man Böses will. Und das macht seinen Tod halt so schrecklich. Und das ist tatsächlich auch der erste große Tod der Reihe mit einer tatsächlichen Tragweite. Ab jetzt geht's abwärts. Jo. Dann ist Sadie tot. Friede seiner noch nicht gesehenen Asche. Und Harry ist alleine. Das Problem ist, Harry ist theoretisch noch verletzt. In diesem Fall ist er einfach nur schwach oder überrascht. Sofort kommt der Todesengel zum Einsatz. Super cool. Und nimmt Harry mit seinem Stab quasi in die Mangel, sodass Harry eingeklemmt ist mit dieser Sense. Finde ich cooler. Im Buch wird er an den Grabstein gefesselt. Ich mag das hier lieber. Ich auch. Also Fesseln klingt so Muggel-Style. Das passt irgendwie nicht. Und das ist, das reicht aus. Das ist so symbolisch. Harry ist eh geschwächt durch die ganze Aufgabe und so. Es ist herrlich. Ja. Und der Todesengel ist sehr, sehr hübsch. Das kommt noch dazu. Tolle Statue. Der Kessel steht schon da. Brennt auch sofort an. Wurmspanz wirft erst Voldy-Baby rein. Dann die Knochen des Vaters. Dann die eigene Hand. So. Mit einem unfassbar scharfen Messer scheinbar. Also, wow. Das hat er nochmal geschliffen. Und oh. Harrys Blut, das er sich mal eben gönnt. Gönnung auf Zauberei angelehnt, Bruder. Und der Kessel brennt. Der Kessel wird zu einer einzigen Masse, formt sich und in einer herrlichen Animation entsteht aus einem Fötus kleingedrungenen Wesen, das sich wie eine Schlange nicht häutet, aber irgendwie innerhalb dieser Haut verformt, entsteht die Gestalt von Lord Voldemort. Und Ralph Fiennes, du bist ein Geschenk für die Welt. Ist so. Oh Mann. Okay, ich möchte kurz was zu Lord Voldemort sagen. Ich habe da was vorbereitet. Es ist ein Gedicht. Nein. Voldy, Voldy, Voldy. Du bist richtig Goldy. Oh, jawohl. Voldemort zu casten war schwer. Sie hatten schon die Hälfte des Films gedreht und immer noch niemanden gefunden. Was strange ist, das so nachzulesen, weil das würde man heutzutage nicht mehr so machen. Newell wollte, also Mike Newell, der Regisseur, wollte unbedingt Ralph Fiennes. Der wollte allerdings nicht. Der wollte erstmal Aufnahmen sehen. Hat sich ein paar Sachen vom Film zeigen lassen, was das überhaupt für ein Film ist. Und hat dann mit seinen Neffen gesprochen, wie die meisten Darsteller das so machen. Und dann ist so ein bisschen die Reichweite begriffen von dem Charakter, dass es ein cooler Bösewicht sein könnte. Überzeugt hat ihn aber ein Foto, das das Department gemacht hat, das Art Department. Die haben nämlich ein Foto von ihm genommen und das quasi mit einem Reptil gekreuzt und per Photoshop bearbeitet und ihm geschickt. Und das sah dann halt aus wie Voldemort. Und das fand er so geil, hat er gesagt, mach ich. Mike Newell wollte Voldemort eher als personifiziertes Böses darstellen, als Idee des Bösen, aber Ralph Fiennes ist einfach ein Gott und meinte, ne, nicht mit mir, ich würde gern mehr Ebenen drin haben, ich würde was Menschliches reintun, so was Menschliches Böses, dass er nicht einfach nur böse ist, sondern aus Angst, Frust und Unglück ein verstoßenes Kind, bei dem sich Hass, Wut und Neid sammelt, wie er es sagt und wunderschön formuliert. Und laut Buch, was er dann gelesen hat, ist die Liebe für Voldemort unzugänglich. Das ist kein Konzept, das er versteht und das wollte er unbedingt mit aufnehmen in den Charakter. Dann hat er angenommen, soweit. Da kam das Problem, wie sieht er aus? Sie haben erstmal mit Airbrush-Make-up versucht, ihn der zurechtzuzuppeln. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Das war zu zeitaufwendig. Deswegen haben die einen Dummy gebaut, den quasi besprüht und davon dann die Oberfläche abgezogen und die als Tattoo auf Ralph Fiennes Kopf aufgetragen, sodass es auf dem Dummy langfristig angebracht werden konnte und dann auf ihn übertragen wurde. Da entsteht diese gräuliche Aderhaut. Auf Kontaktlinsen haben sie verzichtet. Eigentlich hat Voldemort rote Augen, aber ich glaube, David Heyman war es, der Produzent, der sagte, das würde zu sehr ablenken. Das können wir nicht machen. Wir wollen ja, dass
das Böse in den Augen zu erkennen ist. Und wenn die Augen rot sind, achtet man nur darauf, oh, die Augen sind rot und nicht, oh, da ist was Böses in diesen Augen. Ja, deswegen wollten sie das auf jeden Fall lassen. Die Finger- und Zehennägel wurden verlängert und natürlich die Nase. Die Nase haben sie erst mit Prothesen versucht, irgendwie das Gesicht so anzudicken, dass die Nase flacher wird oder so. Das sah aber alles nicht cool aus. Dann gab es die Frage, ob man die überhaupt abnehmen muss oder ob er die nicht einfach behalten kann. Nee, sagt David Heyman, das war so im Buch. Das will ich aber haben, das setze ich durch. Dann haben sie es digital verkürzt und Ralph Fiennes war damit einverstanden. Denn so hatte er nur ein paar Pünktchen im Gesicht, ein paar orangene Punkte. Und das fand er gut, denn so konnte er seine Gesichtsmuskeln bewegen und seinen Nacken. Er hat gesagt, das ist das Einzige, was er braucht, um Schau zu spielen. Ich finde sowas faszinierend. Und Radcliffe wusste nicht, wie Voldemort am Ende aussieht. Fand Ralph Fiennes allerdings schon mit den Punkten im Gesicht mehr als gruselig. Verständlich. Die haben kaum geredet, die beiden, während des Films, um sich die Chemie aufzusparen. Das war so abgemacht, um das tatsächlich am Set in der Szene zu entwickeln, wie die beiden miteinander agieren. Allerdings, in den Szenen, in denen nur Harry gezeigt wird, hat Ralph Fiennes zwischen den Takes immer Daniel Radcliffe beleidigt, bis aufs Übelste, damit der zornig ist. Denn das ist die mit Abstand emotionalste Szene, die Harry bis dahin spielt und die anspruchsvollste. Und Ralph Fiennes hat ihn halt die ganze Zeit zwischendurch beleidigt und richtig, richtig wütend gemacht, damit der das realistisch spielen kann. Heftig. Ah, Ralph Fiennes. Meine Güte, was ein Typ. Er kommt raus und auch das war seine Idee. Streicht sich erstmal über den Kopf, um, wie er sagt, sein Körper auszuprobieren. Das ist ein Mensch, der lange keinen Körper mehr hatte. Und deswegen ist es so der erste Moment, der ihn inspiriert hat. So Kopf und Arme anfassen, das erste Mal zu gehen, die Muskeln zu bewegen, gucken, wie sich das alles anfühlt. Und das ist so fabelhaft. Du merkst doch, wie er das wirklich zelebriert. Und wie sich, während er sich schon über den Kopf streicht, so langsam noch die Details in seinem Gesicht bilden. Oh, ist das gut. Er fliegt mit seinem leichten schwarzen Umhang da lang. Und dann streicht er sich über den Kopf und berührt sich und es ist schön. Es ist sehr, sehr poetisch. Achso, okay. Nee, und er wollte den Charakter halt so anlegen, dass er komplett unberechenbar ist. Was er sehr schön gemacht hat, es sollte so dieser Zwischenschritt sein zwischen, okay, ich bin super unberechenbar und aggressiv, dazwischen aber sehr beherrscht, fast freundlich. Und vor allen Dingen sehr... Er hat Manieren und auf seine Ausdrucksweise pocht er. Er ist sehr eloquent dafür, dass er eigentlich ein plumper Mörder ist. Manieren im Wechsel mit dieser unberechenbaren Brutalität, die dann immer wieder rausbricht. Es ist irgendwas zwischen so einer beunruhigenden Freundlichkeit und dann tatsächlich dieser ausgelassenen Aggressivität. Und das macht er sehr gut. Du weißt auch während der Szene nie, was jetzt kommt, weil er wahllos hin und her wechselt. Ja. Und ich glaube, das macht viel aus, wenn man bedenkt, dass die Todesser ihm primär folgen, weil sie Angst haben inzwischen. Hätte ich auch Angst. Ich kann es verstehen. Wobei ich das nicht als Entschuldigung für die Todesser sehen würde, da sie sich ja selber durch Machthunger in diese Position begeben haben. Absolut. Lord Voldemort ist zurück. Der ganz, ganz große Turning Point, kann man sagen, durch alle 8 Filme. So ab jetzt, ne, läuft der Hase mal wieder anders. Jo. Bekommt seinen wunderschönen, knöchernen Zauberstab in die Finger. Und selbst das sieht großartig aus. Es sind lange, dünne Finger mit seinen ekelhaften Fingernägeln. Aber wie er diesen Stab anfasst, so behutsam und doch so kontrolliert, es ist hübsch. Das ist schon cool, ja. Also es ist krass, wie man mit so einer nichtssagenden Geste so viel ausdrücken kann. Das kann Ralph Fiennes, der auch gleich das dunkle Mal in den Himmel schießt, aus dessen Maul die Todesser kommen. Ist das großartig? Das sieht geil aus. Alter Schwede, das sieht so cool aus. Dazu frage ich mich, weil das ja wirklich innerhalb von Sekundenbruchteilen passiert ist, wie fucking schnell haben die Todesser ihre fucking Roben angezogen? Das ist ja innerhalb von 5 Sekunden sind sie da. Ich glaube, das ist magisch. Ich glaube, das sind magische Roben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Es würde vielleicht auch erklären, warum es immer schwarzen Rauch gibt, sobald die Maske abgezuppelt wird. Oh, das ist auch schön. Die Masken sind großartig. Wir haben, ich muss mal kurz gucken, eine ganze Menge Leute.
Zunächst mal im Buch erzählt er noch Harry von seinen Halbblutzeiten. Das ist schön, wie er Monologe führt. Aber es kommen diverse Todesser. Wir haben im Film Crab und Goyle. Ich denke mal, das sind die Väter von Crab und Goyle. Macht das Sinn? Ich habe es nicht verstanden. Das sind die Eltern oder die Väter von Crabbe und Goyle. Wie heißen die? Vincent Crabbe und. Gregory Goyle. Okay. Ja, wow. Also, wir haben Crabbe, Goyle und Malfoy. Jo. Ich sehe auch, dass die in der Schule so ein Trio waren, das immer zusammen rumhing. Im Buch ist es noch ein bisschen anders. Da haben wir Avery Lucius McNair, der ist auch im Film dabei. McNair ist im Film dabei und McNair ist der Henker, der Genau. eigentlich Seidenschnabel hinrichten soll im dritten Teil. Dann haben wir noch Nott. Sechs Todesser, drei getötet, einer zu feige, einer, der ihn verlassen hat, bla bla. Da macht er so ein paar Rätsel. Wir haben, also wie gesagt, sechs Plätze sind da frei. Dann einer zu feige. Das Einer, ist Karkaroff. der ihn verlassen hat. Das ist Snape. Snape, ja. Und einer, der ihm treu geblieben ist und der jetzt in Hogwarts chillt. Das ist Barty Crouch Junior. Das ist Barty Crouch Junior. Und die drei anderen? Was war das nochmal? Die sind getötet worden. Ah ja. Ah, und es sind natürlich auch noch welche in Azkaban. Genau, die anderen sind in Azkaban. Er möchte die Lestranges befreien, sagt er, und die Dementoren auf seine Seite ziehen, begrüßen und die Riesen einladen. Also er möchte als Bösewicht einfach alle bösen Mächte der Welt vereinen und die Welt angreifen. Finde ich schön. Ist zumindest konsequent. Ja, doch. Der hat wenigstens einen Plan, weißt du, der macht was aus seiner zweiten Chance. Ja, der ist noch motiviert. Da ist noch was hinter. Das ist ein Konzept. Das überzeugt mich. Was mit anfangen? Wurmschwanz bekommt die Silberhand. Die Masken sind übrigens großartig. Ich finde Ja, die sehr hübsch. die Masken sind großartig und ich liebe die Szenerie, wie sie quasi umfallen, zusammenbrechen, wenn die Masken runtergenommen werden. Du Sieht cool weißt aus. nicht mal, was er macht. Also ich bin nicht sicher, was er da tut. Es sieht einfach schmerzhaft aus. Und du siehst, wie mächtig Voldemort ist, was immer er mit diesen Masken macht. Dabei pulverisiert sie und die fallen schmerzverzerrt hin. Der Typ ist krank. Und im Buch, meine ich, wendet er auch diverse Male Crucio bei seinen Todessern an. Das ist korrekt. Er erzählt auch noch kurz seine Geschichte, dass er wegen ein paar Experimenten damals irgendwie überlebt hat bei Harry. Wow, die Horcruxe, kommen wir später zu. Hat das mit Quirrell dann erzählt und dann mit Bertha Jorkins vom Ministerium. Und dann, dass jetzt der Hogwarts-Todesser, wer immer da rumfleucht, könnte ja auch Snape oder Karkaroff sein. Wer ist denn nur da? Den Pokal zu einem Portschlüssel gemacht hat. Alles sehr, sehr toll. Großartig finde ich die Szene, dass er das Ralph Fiennes noch Cedric Diggory disrespectet, indem er mit seinem ekelhaften Fuß mit langen Fußnägeln einmal durch das Gesicht, wie sagt das, von diesem hübschen, hübschen Jungen geht und einfach den Kopf von dieser Leiche so zur Seite kickt. Das ist schon wirklich, ja, Disrespect, wie du sagst. Das ist schon echt unschön. Harry meldet sich daraufhin zu Wort und Voldemort wirkt ehrlich überrascht. Ja, Harry Harry! wahrscheinlich auch. Macht sich dann über ihn lustig. Ich finde das sehr gut. Wir haben. Er macht einen Monolog. Monolog ist Klischee. Villains machen Monologe, um Zeit zu schinden, bis der Held irgendwann entkommt. Klar. In diesem Fall ist es so berechtigt wie nie. Er hat Dumbledore ausgetrickst. Das passiert nie. Dumbledore weiß nicht, wo er ist. Der Portschlüssel ist ja auch da. Er kann nicht hinterherkommen. Niemand kann ihn retten. Es gibt für Voldemort in dieser Situation keinen Weg, den er sich vorstellen kann, wie Harry da rauskommt. Und deswegen ist er halt cocky, deshalb ist er arrogant und deswegen macht er sich tatsächlich über ihn lustig, was ein bisschen witzig ist teilweise. Finde ich stark. Ja. Zeigt aber auch, also die Phase, wo er arrogant ist, dass er nicht wie Grindelwald oder so ein OG ist, sondern dass er tatsächlich menschlich ist. Da gibt ihm Ralph Fiennes dieses Menschliche. Dass er nicht einfach zack, ich mache Ende, sondern dieses Spielen, dieses Arrogante und so, dass er jetzt unbedingt sein Payback haben will, verbeug dich, bla bla und so weiter beim Duell gleich. Das zeigt so sehr diese menschliche, arrogante Seite, dass er jetzt halt seine Rache will nach so vielen Jahren. Und das macht ihn nicht nahbar, aber nachvollziehbar. Und das finde ich sowieso so wichtig, dass sie ihn nicht als dieses übernatürliche Böse dargestellt haben, sondern dass sie ihm eben auch in seinem Aussehen viele menschliche Züge gelassen haben.
Er ist nicht komplett menschlich, denn er war eigentlich schon tot und er hat seine Seele in zig Teile gespalten. Aber er ist halt eigentlich auch nicht viel mehr als das. Eben ein Mensch. Und das haben sie durch sein Design wirklich gut eingefangen. Das ist hübsch. Das ist irgendwo zwischen Schlange und verfaultem Mensch. Diese Nase, es ist alles sehr, sehr schön an ihm. Ja. Er ist ein ästhetischer Mann. Also Ralph Fiennes an sich, ja. Meine Güte. Der Typ ist echt, der kann vieles. Ich finde ihn gut aussehend. Auf der anderen Seite, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, im Duell, wenn er neben Harry kniet, du siehst so ein bisschen die Augen von Amon Göth in Voldemort. Und das mag ich gar nicht. Nee, das mag niemand. Also das ist diese eine Szene nur, da kommt das irgendwie vor, wo er so neben Harry kniet und ihm sagt, I'm going to kill you und so. Du siehst irgendwie durch diese Maske von Voldemort Amon Göth. Und das macht es noch so viel furchtbarer und grausamer. Meine Güte, Ralph Fiennes, du bist ein Typ, sag ich dir. Oh ja. Das Duell. Ich mag, also, es ist witzig. Er möchte jetzt natürlich nach so langer Zeit ein faires Duell mit Harry haben. Ein faires Duell. Ein faires Duell. Verneige dich. Dumbledore würde nicht wollen, dass du deine Manieren vergisst. Dieser Typ ist auch einfach witzig. Ja, und ich glaube auch, dass er damit recht hat. Also ich glaube, dass ein Dumbledore da schon stehen würde und sagen würde, ach, weißt du, also wir haben jetzt zumindest so ein bisschen Common Ground. Jetzt müssen wir uns auch an die Regeln halten. Mord und Massenmord ist das eine und Disrespect das andere. Das machen wir hier nicht. Er kruziert Harry erstmal zu seinem eigenen Spaß. Einfach so ein bisschen durch die Gegend. Kruziert ihn einfach durch die Gegend. Schön. Kruziert das Leben aus ihm. Stell es dir mal vor, das ist Kruzio, ne? Harry windet sich am Boden vor Schmerzen. Auch Cedric wurde zwischendurch von Krumm gekruziert im Labyrinth. Das war's. Danach kannst du wieder aufstehen. Und jetzt stell dir vor, die Longbottoms wurden so lange mit diesem Fluch gefoltert, bis ihr Gehirn Matsche war. Alter Vater. Das ist schon krass. Also es ist wirklich unmenschlich und ja, schlimmer als einfach kurz Avada Kedavra und deine Sense. Ja, aber Harry weicht dem nächsten Fluch einfach aus und rollt sich weg. Der Superstar ist back, der Special One ist wieder im Modus drin und rollt sich, glaube ich, hinter einen Grabstein. Korrekt. Wo Voldemort ihn weiter mockt. Ja, er sagt ihm noch, tritt hervor und schau mir in die Augen. Ich möchte in deine Augen sehen, wie du oder während du stirbst. Wo er sagt, ach ja, wenn du so nett fragst, dann mach ich das doch mal, ne? Und Harry steht auf und stellt sich seinem potenziellen Tod, was ein ganz, ganz großer Moment ist. Absolut, der im Deutschen etwas ins Lächerliche gezogen wird, weil er Voldemort siezt. Herr Whittle, entschuldigen Sie. Er siezt ihn. Also er sagt nicht Herr Riddle, sondern ich weiß nicht mehr, was seine Ansage war. Irgendwie so, damit kommen sie nie durch. So in die Richtung. Das ist ein sehr höflicher junger Mann. Warum sieht er ihn? So. Er ist ein älterer, es ist ein Brite. Vielleicht ist das höflich. Ja, aber es ist halt, der Typ hat deine Eltern umgebracht und was weiß ich, 10 oder eine deutliche höhere, mittlere zweistellige Zahl an Menschen auch noch. Und er siezt ihn einfach. So, das ist keine Respektsperson mehr. Der Zug ist abgefahren, Harry. Nur falls du das noch nicht mitbekommen hast. Ja, Voldemort Avada Kedavrat ihn. Und er ist Tupot, glaube ich, zurück. Ne, Expelliarmus zurück. Aber Expelliarmus ist doch nicht rot. Natürlich, Expelliarmus war schon immer rot. Ist Expelliarmus rot? Ja. Rot gegen grün. Das ist der ganz große Gegenfluch, den bis dahin irgendwie noch niemand entdeckt hat. Denn es gibt doch einen Gegenfluch gegen Avada Kedavra, zumindest wenn du einen Zwillingsstab hast. Ja. Das hilft sehr. Es hilft, ja. Was für ein unglaublicher Anblick. Voldemort auf der einen, Harry auf der anderen. Er schießt den Grünen, er den Roten. In der Mitte treffen sich die Energieströme. Es sieht aus, als spritzt flüssiges Gold heraus. Alles ist hell erleuchtet und sie halten beide ihre Stäbe, so als würde da eine unglaubliche Hitze und Energie von abprallen. Boah. Es bildet sich auch so ein goldener Schleier um die beiden rum.
Im Film ist es so, dass sie beide auf dem Boden stehen bleiben. Im Buch ist es so, dass sie auch wirklich in die Höhe gehoben werden und dann irgendwo in der über dem Friedhof schweben. Dann bin ich ehrlich gesagt da beim Film, ich glaube, das hätte lächerlich ausgesehen. Glaube ich auch. Im Film sind es auch die ganzen Körper, die erscheinen von den zuletzt Getöteten von Voldemort. Und im Buch sind es die Schwebeköpfe. Ich glaube, das hätte auch ein bisschen affig ausgesehen. So, hui, ja, im Kreis fliegen. So ein bisschen. Priori incantatem. Harry schafft es, Voldemort zu überwältigen in dem Fall. Der Fluch prallt nicht zurück, aber erreicht dessen Zauberstab, der dann die letzten Zauber quasi nicht, der sie wieder aufzeigt. Und dementsprechend kommen im Film erst Cedric raus, der zuletzt getötet wurde mit dem Stab, dann Bryce, der alte Gärtner, und dann Harrys Eltern. Im Buch ist es so, ich muss es mal kurz suchen, dass die auch nicht einfach so erscheinen, sondern quasi aus dem Zauberstab rausklettern. Genau. Und das Großartigste ist, die Hand kommt zuerst, das war der letzte Zauber, deswegen kommt die Hand, die silberne Hand raus. Stimmt. Dann Cedric, dann Bertha Jorkins, die nicht vorkommt, dann Bryce und dann Harrys Mutter und Vater. Das Ganze untermalt vom Gesang des Phönix, der fehlt im Film. Es ist eine schöne Musik, eine sehr feierliche, große Musik, aber kein Gesang des Phönix. Der Sinn macht, denn dieses Priori Incantatum funktioniert, wenn die denselben Kern teilen. Und in diesem Fall haben die Stäbe von Voldemort und Harry beide eine Feder von Fawkes, dem Phönix von Dumbledore. It's coming full circle. Sowas von. Cedrics Geist gibt Harry noch auf den Weg. Ich würde gern zurück zu meinem Vater, kannst du mich mitnehmen? Wenn's keine Umstände macht. Auf dem Weg nach Hause bist. Das findet Harry gut. Die Geister lenken Voldemort ab. Und er kann fliehen mit dem Spruch, den er gelernt hat. Accio, holt er sich den Pokal ran und fliegt mit Sally zurück. Und Voldemort hat verkackt. Und ist richtig sauer. Das wäre der Moment, wo ich als Todesser richtig Schiss hätte. Ich hätte Bock gehabt, hätte einfach einen von den No-Name-Todessern umgelegt. Aus Frust. Crap! Ja, Tatsache ist, das war seine große Gelegenheit, wir haben es schon angesprochen, er hat das eine Mal es geschafft, Dumbledore zu überlisten, der, das sehen wir gleich, relativ wild drauf ist darüber, das findet er nicht so witzig. Jo. Er hat vor seiner Nase einen Todesser eingeschleust, der es geschafft hat, Harry da rauszulocken, und Harry war komplett wehrlos und Voldemort merkt, vielleicht war es auch teils mein Ding, finde ich blöd. Das war seine Gelegenheit. Er weiß, wenn Dumbledore in der Nähe ist, wird er es nicht mehr schaffen, Harry anzugreifen ab jetzt. Der Zug ist abgefahren. Ab jetzt muss er versuchen, was er auch tut, Dumbledore zu erledigen, bevor er an Harry ran kann. Ja, es war eine herbe Niederlage. Tatsächlich. Obwohl, ich glaube, insgesamt kann man den Tag dann doch eher für Voldemort werden. Er ist wieder da, das ist auf der Pro-Seite vielleicht. Jo. Ja, er ist wieder da, ein guter Film übrigens. Das ist korrekt. Mit Voldemort. Wir reisen zurück, allerdings nicht in die Mitte des Labyrinths, sondern wieder zur Tribüne. Da landet der Portkey. Warum auch immer. Habe ich nicht 100, ist aber auch im Buch so, glaube ich. Ja. Macht nicht wirklich Sinn, weil das ist ja kein Element des Spiels, was geplant ist, sondern... Wobei, es kann sein, dass der Portkey, dass es ohnehin ein Portkey gewesen wäre. Der sie zurück zur Tribüne portet. Genau, und du stehst dann direkt vor der Tribüne mit dem Ding und das quasi... Little Hangleton einfach nur so der Zwischenstopp war, den Moody da noch eingeschleust hat. Klingt nach einer Interpretation, finde ich aber gut. Ist, glaube ich, auch eher eine Interpretation als ein Fakt. Ja, sie landen, die Musik beginnt, alle feiern, die Champions sind zurück, haben gewonnen, das Leben ist wieder schön. Und es schafft einen so wunderschönen Kontrast, weil du diese schöne Musik hast und aber der langsame Horror, der sich entfaltet, über das Bild an dich rangetragen wird. Ich glaube, Fleur ist es tatsächlich, die als erste realisiert, dass Hedwig nicht mehr so ganz unter den Lebenden weilt. Also wir reden gleich von Amos Diggory, aber auch der Schrei von Fleur ist schon stark. Harry gibt irgendwie Fasel, irgendwas, Voldemort is back und so weiter. Alles nicht so toll. Cornelius Fudge, der alte opportunistische Zaubereiminister, findet das insofern alles blöd, als dass die Leiche schlechte Publicity macht und man soll doch vielleicht erstmal die beiden wegschaffen, weil hier so viele Leute sind und so. Mhm. Zeigt sehr schön, was er für ein Mensch ist. Ja.
Und Mad-Eye Moody zieht Harry weg. Was der Move ist, der ihn verrät. Im Buch, im Film Im wird Buch. Das nicht weiter erwähnt. Das stimmt. Während er das tut, kommt Amos Diggory, der Vater von Cedric, herunter und wir müssen auch mal die Leistung von Jeff Wall appreciaten. Das ist seine dritte Szene im Film. Und eine, die wie kaum eine andere im Kopf bleibt. Tatsächlich. Ich zitiere My Boy. Ja. Das ist nicht nur wirklich verdammt gut gemacht, sondern das hat mir, obwohl ich wusste, was da kommt, schon fast wieder die Tränen in die Augen getrieben. Das ist so gut gespielt und es ist so schön, wie auf einmal alles verstummt, es sieht alles so festlich aus und das Einzige, was du hörst, ist ein Vater, der um seinen Sohn schreit und das nicht begreifen will und komplett den Verstand verliert. Das ist so gut gemacht. Es ist so emotional. Keine Frage. Wahrscheinlich der emotionalste Moment des Films. Ja, das würde ich definitiv so sagen. Ja, Sadie ist tot. Mad-Eye zieht Harry hoch ins Schloss. Muss ein langer Weg gewesen sein, aber trotzdem. Und wir sind auch sofort in Mad-Eyes Büro. Erneut. Wir haben einen leichten Dutch-Tilt am Anfang. Das verrät es eigentlich schon, dass das eventuell nicht Mad-Eye ist, dass hier irgendwas gar nicht stimmt. Was sowieso der Fall ist. Warum zieht er ihn komplett weg? Und alles an dieser nächsten Szene ist so ein bisschen unbehaglich. Wir haben absolut keine Musik während des Gespräches zwischen dem eigentlich guten Mad-Eye Moody und Harry, was schon mal komisch ist. Durchgehend ist die große Truhe im Mittelpunkt des Bildes. Das finde ich extrem hübsch gemacht. Die ist immer im Fokus. Du guckst nicht wirklich drauf, aber sie ist immer in der Bildmitte. Mhm. Was natürlich verrät, was da eigentlich drin ist. Und wie ist es im Buch? Also im Buch ist es so, dass er in seinem Büro sitzt und Harry ohne Umschweife erzählt, dass er eigentlich von Anfang an geplant hat, ihn umzubringen. Er fragt ihn über Voldemort aus und genau. Haut raus, ey, ich bring dich jetzt gleich um und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich der dunkle Lord feiern wird dafür, dass ich den großen Harry Potter getötet habe. Alles natürlich irgendwo mit dem Hintergedanken, ich komme eh wieder aus Hogwarts raus, ich hau hier gleich ab, ich mach den nur noch kurz kalt. Im Film verrät er sich ja eher aus Versehen. Was ich sehr mag. Ich mag solche Nitpicking-Szenen, wo Detektive irgendwas rausfinden. Finde ich mal cool. Und es gibt Harry einen schönen Moment, dass er einmal nicht der komplette Vollidiot ist. Ja. Mad-Eye versucht, also Barty Crouch Jr. als Mad-Eye versucht noch so ein bisschen seine Rolle aufrechtzuerhalten. Fragt dann aber eine Frage zu viel, nämlich ob auf dem Friedhof noch andere waren. Und Harry merkt dann, ich habe gar nichts über einen Friedhof gesagt. Das mag ich. Das mag ich sehr, dass sie ihm diese Line gegeben haben, auch wenn die nicht im Buch ist. Das gibt ihm nochmal so ein bisschen, der Typ kann auch selber denken. Ja. Er braucht jetzt nicht immer einen Beschützer, beziehungsweise er ist hier K.O., aber das hat er noch selber rausbekommen. Und das Problem ist, dass Mad-Eye Moody komplett Nüsse geht, weil er keinen Vielsafttrank mehr hat. Schlecht vorbereitet. Sehr schlecht. Ist auch ein bisschen durch den Wind, der Gute. Und dann, möchte er ihn schon töten? Ja, er redet erstmal vorher noch ein bisschen und haut ihm um die Ohren, ey, das war alles ich und ich bin hier eigentlich das Mastermind. Das, was er natürlich sagen muss, damit er auch noch mal ein bisschen sich selbst bauchpinselt. Was ich schön finde, ist, dass er davon spricht, dass Neville das nicht geschissen gekriegt hat. Und Zitat, Neville Longbottom, der wandelnde Misserfolg. Das ist nochmal schön gedisst worden. Er selber hat seine Eltern schwer gefoltert und macht sich jetzt halt auch über den Sohn noch lustig. Es ist echt so ein Arschloch. Dann schlabbert er noch das Blut von Harry ab, was ich auch ziemlich eklig finde, und sagt das, oh Mensch, das ist ja jetzt das Blut, das durch den dunklen Lord fließt. Das ist dennoch kein Grund dafür, sich so aufzuführen, du Ekelhafter, hör auf damit. genau, der musste Harry nur durch die Aufgaben lotsen bis hierhin, damit er im Labyrinth genug Vorsprung hat und Mad-Eye Moody in der Zwischenzeit Fleur und Krumm eliminieren kann. In diesem Fall hat er es geschafft, indem er Krumm mit dem Imperio verzaubert hat. Dann kommt OP Sirius Voldemort. Voldemort, Dumbledore meine ich. Ja, und du willst OP Sirius Dumbledore nicht auf deiner Gegenseite haben. Das ist, finde ich, im Buch und im Film gleichermaßen großartig. Ja. Die Tür knallt nicht auf, sie wird einfach gesprengt. Vaporisiert und Dumbledore in komplett Rage
Er hebt nur seinen Zauberstab und der Fake-Meta-Moody fliegt gegen die Wand und in seinen Stuhl zurück und hat auch keine Chance, je wieder aufzustehen. Und Dumbledore ist... Oh, Hammer. Oh ja. Ernst Dumbledore ist cool. Dumbledore geht sofort hin, reißt ihm den Mund auf und Snape, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, ballert ihm die komplette Flasche Veritaserum rein. Der Typ wird nie wieder lügen. Okay, wird er wirklich nicht. Aber wir sprachen vorhin darüber, dass ein paar Tropfen die Wahrheit herausmogeln. Er nimmt Snape mit. Ist McGonagall dabei im Film? Im Film nicht. Im Film nicht, ne? Nee, hat ja auch keine Rolle danach. Nimmt Snape mit. Haben sie ja wohl vor auf dem Gang schon mal abgesprochen. Er haut Mad-Eye gegen die Wand. Snape ist sofort mit der Flasche da und ballert ihm das Zeug einfach ins Gesicht. Das ist schon hart. Hammer. Finden sofort raus, dass der wahre Alice da unten in der Truhe liegt, die sehr hübsch aufgeht. Ein Schloss nach dem anderen klappt auf. Auch da nochmal echt geil, dass sie sich da so sehr an die Buchvorlage gehalten haben. Da wäre es ein einfaches gewesen, das zu umgehen. Haben sie nicht. Einfach eine normale Truhe zu nehmen. Aber ja. Da unten ist der echte Alistair mit einem Bein und völlig geschwächt. Ich glaube, in echt ist er nicht wach. In echt. Im Buch ist er nicht wach. Hier ist er wach und entschuldigt sich noch kurz. Ja. Okay, kurz zu Alistair Moody. Wir haben einen komplett paranoiden Ex-Auroren, dessen schlimmste paranoide Wahnvorstellungen dann wahr werden. Er wird für ein Jahr gekidnappt, gefoltert, mit dem Imperio belegt, vergiftet und in eine Truhe unten eingesperrt. Wie paranoid ist er danach? Ja, und ist es noch paranoid, wenn es doch anscheinend berechtigt war? Kann man das überhaupt paranoid nennen? Ist hart. Ja. Ist hart. Mad-Eye Moody verwandelt sich zurück. Der Vielsafttrank lässt nach. Was übrigens deutlich ekliger aussieht als die Verwandlung in den im zweiten Teil. Finde ich. Ja, aber in diesem Fall kann es eklig sein. Im anderen sind es ja die Protagonisten. Hier. Und es ist nicht so eklig wie auf den Skizzen vorher zu sehen. In den Skizzen blubbert quasi das ganze Gesicht auf mit riesigen Blasen und daraus ergibt sich dann das neue Gesicht. Hier, ja, schüttelt so ein bisschen den Kopf hin und her und in diesen verzogenen Shots kann man ganz gut das neue Gesicht einblenden. Es ist David Tennant, Doctor Who. Oder Kilgrave. Es ist widerlich schön. Ich mag die Verwandlung irgendwie sehr. Auch das Auge, das plötzlich abfällt, weil dann natürlich ein anderes Auge drunter ist und auf dem Boden kullert. Was auch 1:1 wie aus dem Buch ist, auch da haben sie sich dran gehalten, fand ich auch schön. Ja, es kommt raus, dass er Vielsafttrank getrunken hat. Ein kurzer Blickwinkel zwischen Snape und Harry im wirklich Hintergrund. Schön. Nach dem Motto, come on, ich hab's dir die ganze Zeit gesagt. Und Snape guckt ihn nur so an, trotzdem blöd. Und ja, beim Rausgehen droht Snape Barty Crouch Jr. noch mit dem Zauberstab. Fand ich ein bisschen weird, weiß nicht warum. Er drückt ihm den noch so in die Wange rein. Fand ich total cool. Finde ich cool. Pity. Hat aber keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, warum er es macht, aber du hast meine Zutaten gestohlen, du Arschloch. Ja, ich meine, die werden sich ja auch noch kennen. Von früher. Ja, von also früher. Also die haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Alte Kameraden. Ne? Snape wird mit Sicherheit mittlerweile schon wissen, dass Voldemort zurück ist. Das findet auch der nicht so witzig. Ich glaube, da schwingt eine ordentliche Portion Hass mit. Ich glaube, das dürfte eines der wenigen Male sein, dass die Person Harry Potter nicht die ist, die am meisten gehasst wird von Snape in diesem Raum. Tatsache. Tja, dann nächster Hardcut. Wir sind bei der Abschlussrede in der großen Halle. Das ist das letzte Mal, dass ich mich drüber aufregen möchte. Ich finde es einfach komisch. Ja. Und keine Übergänge, es sind nur... Der unfassbar wichtige Auftritt von Sirius, wie ich finde zumindest unfassbar wichtiger Auftritt von Sirius, im Büro von Dumbledore, komplett raus, komplett weg, fand ich eine super schöne, spannende Entwicklung zwischen Harry und Sirius, dass er sofort da ist, dass er sofort trotz all der Widrigkeiten seine Pflicht als Patenonkel irgendwo annimmt. Dann die komplette Szene im Buch beschrieben, wie er im Krankenflügel liegt, die ich persönlich als eine der wichtigsten des ganzen Buches sehe. Warte, erst kurz, deswegen war Minerva McGonagall mit Snape und Dumbledore Barty Crouch Jr. schnappen, denn er hat danach sofort Snape losgeschickt, um irgendwas zu tun? Ja, das weiß ich nicht. Also Snape soll dann erstmal das Veritaserum holen. Genau, stimmt. Sie da sind. Und Minerva McGonagall soll bei Hagrid gucken, da ist ein großer schwarzer Hund, Sirius Black halt,
in Hundeform bei Hagrid im Garten und sie soll doch bitte diesen Hund holen und in sein Büro bringen. Weiß McGonagall, dass das Black ist, oder fühlt sie sich komplett verarscht von diesen Vorgaben? Ich glaube, sie weiß es nicht. Hol diesen Hund und bring ihn in mein Büro. Ich mach's einfach. Ja, ist mir auch egal so. Jetzt. Ich hinterfrage es nicht mehr. Ich werde auch nur bezahlt. Finde ich schade. Ist ein schönes Gespräch. Denn das ist auch dieses Dreier-Ding, dass das ganze Buch läuft das ja schon. Dumbledore schreibt mit Sirius, Harry schreibt mit Sirius. Jetzt haben wir alle drei auf einmal, die sich aussprechen. Denn Dumbledore hat ja seinen eigenen Widerstandsorden, den er sofort reaktiviert. Auf der anderen Seite hast du Sirius als tatsächlichen Partner von Harry, der nochmal auf Harrys ganz eigener Seite steht und Harry sogar vor Dumbledore beschützt, damit der ihn nicht zu sehr belastet. Es gibt Harry nochmal so einen zusätzlichen Schutz. Ich finde das schön. Ja. Ja, und direkt anschließend im Buch die Szene im Krankenflügel, die, wie gesagt, ich persönlich für die eigentlich wichtigste und spannendste halte im ganzen Film. Denn das ist die absolute Vorbereitung für das, was im nächsten Teil passiert. Dumbledore, der erstmal überhaupt revealed für Snape zeigt, ey, hier ist übrigens Sirius Black. Er soll sich nämlich entwandeln. Da kennen die sich auf einmal. Sie wissen jetzt wieder, sie wissen voneinander. Das ist toll, weil ich glaube, er leitet es ein mit den Worten, hier sind zwei, die voneinander wissen sollten. Das ist übrigens Severus Snape, ein ehemaliger Todesser. Das hier ist gar kein Hund, das ist Sirius Black. Jetzt gebt euch bitte die Hand, danke. Währenddessen sitzen die Weasleys da, die davon auch noch nichts wussten. Die dachten, Sirius Black sei immer noch auf der Flucht irgendwo. Geil gemacht. Einfach eine wunderbare Szene, die auch noch vorher noch eingeleitet wird von dem lauthalsen Streit zwischen Dumbledore und Cornelius Fudge, in dem Dumbledore quasi mit dem Zaubereiministerium bricht, weil Fudge einfach nur Angst um seinen Arsch hat, falls rauskommt, dass Voldemort tatsächlich wieder da ist. Genau, deswegen hat auch Barty Crouch ganz schnell hinrichten lassen. Da wollen wir gar nicht groß warten, dann machen wir gleich Kuss des Dementors, zack, weg ist er. Und da ist Dumbledore richtig pisst. Denn das ist der einzige Beweis, den er hat, dass Voldemort zurück ist. Und der hat mit Sicherheit noch nicht alle Infos preisgegeben. Also das war eigentlich ein, ja, was Besseres hätte Voldemort nicht passieren können. Nee, einfach einen feigen Bürokraten als Präsidenten zu haben. Wie dem auch sei, Fudge revealed noch, dass er Rita Kimcorn liest. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber irgendwie kommt raus, dass er das wohl liest und auch glaubt. Er ist sofort sehr peinlich berührt und geht ganz schnell raus, als das aufkommt. Und tja, er kommt mit Dumbledore nicht mehr ins Reine. Weil Dumbledore sagt auch, er würde gern Azkaban den Dementoren entziehen. Findet Fudge nicht so witzig, findet die Dementoren cool. Harry hat aber gehört, dass Voldemort gesagt hat, dass er die Dementoren aus Azkaban holen will. Weiß das also. Also sie wissen sowieso, was jetzt kommen wird. Und tja, dann schart Dumbledore nochmal alle um sich und schwört sie auf die Zukunft ein. Ganz genau. Oh, schön finde ich auch, wie er quasi mit Molly nochmal spricht und fragt, bist du auf unserer Seite? Und sie, ja, sicher, ne? Ist klar. Und dann direkt schon sagt, hier, gib Arthur Bescheid. Und er quasi Sekunden, nachdem er mit dem Ministerium gebrochen hat, schon anfängt, seine Fühler wieder auszustrecken und das Ministerium zu unterwandern mit Informanten, mit Sympathisanten. Es ist so eine spannende Szene, weil du auch diesen Aufbruch schon spürst. Du merkst, okay, jetzt wird es hier serious, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah. Jetzt stellt sich Dumbledore hin und baut den Widerstand auf. Und hat direkt den größten Einfluss eigentlich direkt am Anfang der Szene schon verloren. Mit Fudge. Er ist ein Arschloch und er ist unfähig, aber er hat das Zaubereiministerium und dementsprechend auch die Öffentlichkeit hinter sich. Schwierig. Stattdessen sind wir im Film aber in der großen Halle. Dumbledore gibt die auch schöne Schlussrede. Ich will das eine jetzt unabhängig von dem anderen laufen lassen, indem er Cedric Diggory nochmal als Menschen hervorhebt. Und das Ministerium mag es nicht wollen. Es gibt das Ganze in klein wieder, aber Dumbledore sagt, Voldemort ist dafür verantwortlich und ist zurück und redet nochmal davon, dass ihre Herzen ja als eins schlagen und dass die Bande der Freundschaft wichtiger sind denn je in den Zeiten, die noch kommen werden. Sehr schön. Was Dumbledore sagt, ist einfach schön. Ja.
Dann, nächster Hardcut, wir sind im Schlafzimmer der Gryffindors. Also da sind Dumbledore und Harry plötzlich auch. Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, die letzte Szene von der Trauerrede finde ich ganz schön, wie langsam hochgefahren wird an die Decke und du hast da einen kleinen Lichtstrahl, der da einfällt. So als kleines Hoffnungsschimmerchen, vielleicht nochmal als Hallo von Cedric. Fand ich ganz schön. Das Süß. war nur eine kleine Geste, aber es war nett. Dann sind wir noch kurz im Schlafzimmer. Da sitzt Dumbledore auf dem Bett und ist plötzlich offen und freundlich und fast verletzlich, denn wir sehen Dumbledore auch zum ersten Mal so wirklich in einem Rahmen, der ihm nicht gebührt oder nicht gewohnt ist für ihn. Er ist nämlich ganz offen im Einzelgespräch zu Harry gekommen und möchte mit ihm nochmal reden. Und es muss Tage später sein, offenkundig. Ich glaube, das ist der letzte Tag, der letzte Genau. Schultag, Da genau. reden die nochmal über den Friedhof. Bisschen komisch, aber egal. Erzählt noch kurz, dass er damals die Vorhänge abgefackelt hat oder so. Ja, das fand ich auch schön. Oh, die mochte ich noch nie. Die habe ich mal in Brand gesteckt. Aus Versehen natürlich. Okay, bist jetzt auch noch Pyromane. Ist aber schön. Dumbledore ist einfach ein weirder Typ, der mag Stricksocken, Süßigkeiten und Keine sonst was. Bettvorhänge. Und gib dir nochmal auf den Weg, du hast Freunde hier, du bist nicht alleine. Das unterscheidet dich von Voldemort und das ist halt auch das, was am Ende zählen wird im Endkampf. Und Von er daher. entschuldigt sich. Und er entschuldigt sich dafür, dass er nicht da war, um im nächsten Film, glaube ich, exakt dasselbe zu wiederholen. Und ja, doch. Ja, ziemlich. Aufbruchsstimmung. Der Film neigt sich dem Ende zu. Ja, wir Das sehen noch war's. mal den schönen Innenhof. Den wunderschönen Innenhof. Alle haben gute Stimmung. Es sind nicht mehr die steifen Durmstrangs und die arroganten Französinnen. Sondern alle sind aufgelöster, alle sind so ein bisschen lockerer, die Kleidung sitzt nicht mehr ganz so fest, alle umarmen sich, haben Spaß, haben sich kennengelernt, haben Bande geknüpft zwischen den Kulturen. Das Trio kommt auch nochmal zusammen und Hermine sagt es so schön, wir werden kein ruhiges Jahr hier haben, oder? Und Harry schaut sie an und sagt, nein. Ja, ist richtig. Und in diesem Sinne haut das Schiff haut ab und die Minikutsche fliegt auch davon. Damit endet Harry Potter. Und der Feuerkelch. Im Abspann. Ein schöner Abschluss, wie ich finde. Das ist wieder so ein bisschen wie das, was ich vorhin erwähnt habe, als Neville und Harry am See chillen. Es ist so eine alltägliche, typische Szene. Sie sitzen irgendwo im Innenhof und quatschen ein bisschen. Sie sitzen nicht so gestellt oder so, sondern der eine hängt da irgendwie halb im Fenster und das finde ich einfach schön. Bitte mehr solcher Szenen. Das ist echt einfach Alltag fast. Im Abspann, kurzes Easter Egg, steht noch drin, dass neben den Tieren auch keine Drachen zu Schaden kamen bei den Dreharbeiten. Finde ich niedlich. Ja. Ist aber auch wichtig, weil der ist ganz schön geknallt da gegen die Brücke. Ja, schon. Ist geil. Es ist schade, was sie rausgelassen haben. Das wird gerade am Ende deutlich. Bei ganz vielen Szenen, die das Buch abschließen, die im Film aber gar nicht aufgegriffen werden. Wir haben zum Beispiel noch, dass Harry das Preisgeld von 1000 Gallionen einfach an Fred und George schenkt, damit sie ihren Scherzartikelladen machen müssen und der Krieg im Hause Weasley ein Ende hat. Ist, glaube ich, auch die letzte oder vorletzte Seite, ne? Genau, im Zug. Er möchte das Geld nicht, er findet, Cedric hätte das verdient gehabt, aber Amos Diggory möchte es auch nicht. Genau, da ist es auch so, im Buch ist es so, dass Amos Diggory mit seiner Frau tatsächlich das Geld ablehnt. Also sie haben beide gesagt, wir wollen das nicht, Aber sie das ist verzeihen deins. Harry. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Hermine bekommt endlich raus, zumindest im Buch, warum Rita Kimcorn diese ganzen Geschichten bekommen hat. Denn Rita Kimcorn ist ein Animagus. Ein nicht registrierter Ein Animagus. nicht registrierter. Deshalb nimmt sich Hermine als 14-Jährige die Freiheit, diese Frau als Käfer in einem Glas einzusperren, zu kidnappen und zu erpressen. Harte That Nummer. escalated quickly. Und das bei Hermine. Ja. Aber das zeigt natürlich auch, und es passt irgendwo, dass sie diese Frau abgrundtief hasst. Das ist eine schöne Detektivgeschichte. Es ist auch so ein Subplot im Buch, dass Hermine nie wirklich angepisst ist von Rita, nicht über alle Maßen, ab irgendwann, ab einem bestimmten Punkt. Auch die Geschichten über sie selbst sind ihr relativ egal, außer das, was Molly oder so zum Beispiel denken. Aber es geht ihr mehr darum, rauszufinden, wie Rita Kimcorn diese Geschichten bekommt. Und das wird für sie so ein Puzzle- und Detektivspiel, was sie immer weiter dreht, bis sie am Ende rausbekommt, okay. Sie ist ein Animagus, sie ist ein Käfer, so kann sie in die höchsten Fenster fliegen oder die Büsche durchkämmen und belauschen. So hat sie es gemacht. Natürlich sagt sie, ey, ich lass dich raus,
wenn wir wieder in London sind, aber dafür hörst du mit dem Scheiß auf. Sonst könnte ich erzählen, dass du ein nicht registrierter Animagus bist und dann ist auch vorbei mit deiner Journalistenlaufbahn. Ja, dann ist wahrscheinlich erstmal kurzzeitiger Aufenthalt oder längerfristiger in Azkaban. Tatsache. Toller Film. Blockbuster, wir gehen zum ersten Mal Richtung Action-Blockbuster. Es wird dunkel. Gut, das sagen wir, glaube ich, bei jedem Teil, aber es ist ja auch tatsächlich so. Ja, aber jetzt ist der Moment, wo es richtig dunkel wird. Also ab dem Ende des vierten Teils beginnt für mich so ein bisschen die zweite Hälfte von Harry Potter. Durchaus. Auch weil die vier Bücher in so einem Pappschuber sind und die meisten Leute dann die drei anderen daneben haben. Aber auch so, Voldemort ist jetzt tatsächlich da, er ist real, es ist eine reale Person. Es ist nicht mehr ein Schatten, ein Geist, der irgendwas besetzt oder so. Es ist eine Person, die jetzt auch rabiat anzieht. Die hat keinen Bock mehr zu warten. Die zieht jetzt ihre Züge und jetzt ist es nicht mehr, Harry geht zur Schule und muss zwischendurch Abenteuer machen, sondern Voldemort macht seine eigenen Züge, plant seine eigenen Sachen und plötzlich sind die Guten nicht mehr in der agierenden Lage, sondern in der reagierenden Lage und müssen gucken, was Voldemort so treibt und wie sie dagegen vorgehen können. Ich mag den Film. Viel rausgelassen. Damals mein Lieblingsfilm durch Matt and Moody, auch heute vielleicht einer der Lieblingsfilme. Allerdings, ja. Es gibt einige Sachen, die man da kritisieren kann und auch muss. Aber grundsätzlich stand er auch vor einer großen Aufgabe, diesen Film oder dieses Buch zu verfilmen. Und ich würde nicht sagen, dass er daran gescheitert ist. Nö, es ist wie schon vor 8 Wochen oder so erwähnt, die Kompromisslösung. Und ich finde das für die Laufzeit und für die Anforderungen der bestmögliche Kompromiss, den man hätte machen können. Ganz genau. So, und jetzt haben wir hier zum Abschluss noch ganze 2 Top-3-Listen. Zwei? Zwei. Habe ich. Ach, das ist ja der Hammer. Mein Gott, sind wir vorbereitet. Ja. Kommen wir doch zur ersten Top-Liste und zwar, das ist so schlecht eigentlich, sind das die Top 3 Aufgaben des Trimagischen Turniers. Im Film. Im Film. Dann ja. Beginne ich direkt mal mit, ja okay, was heißt im Film und im Buch? Ich finde, da können wir... Ui, es ist bei mir genau umgedreht dann. Ja, das kannst du ja, nee, kannst du nicht erwähnen. Ja gut, dann nehmen wir nur Film. Okay, Platz 3, das Labyrinth. Ja, dann ist es auch das Labyrinth bei mir. Das ist ein Scheiß. Im Film Platz 2 der Drachenkampf. Das ist für mich dann eher das Meer, der zweite Part, die zweite Aufgabe. Den wäre bei mir erster wegen der Machart. Und das kann ich appreciaten, aber da finde ich dann doch den Drachenkampf irgendwo ein bisschen cooler. Eigentlich ist in meinem Herzen 3 auf Platz 1, Aufgabe 3, das Labyrinth. Weil das im Buch wirklich geil war. Da ist es mir sogar fast zu kurz gekommen, einfach weil es zu cool war. Ich hätte gerne noch 5 Sachen gesehen. Ja. Hau da Sachen rein. Mach. Gerne. Los. Aber das war leider nix. Und dann, wenn ihr unsere letzten Spezialfolgen zu den ersten 3 Filmen gehört habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Wenn nicht, dann hört rein. Ja, das wäre sinnvoll. Ja. Auf jeden Fall. Dann wisst ihr, was jetzt kommt. Und zwar... die Top 3 Szenen des Films. Du oder ich? Das ist mir wurscht. Ich kann von mir aus beginnen. Na, ich mach. Okay. Es ist die gesamte Szene in der großen Halle. Mit Severus Snape als Aufsichtsperson. Das Ganze... Nee, es beginnt nicht mit Cho Chang. Das ist eine andere, ne? Sekunde. Nee, nur die, wo die quasi lernen, weil es einfach großartige Comedy ist. Sie überlegen, wer wen zum Ball mitnimmt. Fred angelt sich Angelina mit einer Papierkugel, mit der er sie abwirft. Snape steht die ganze Zeit dahinter, haut sie mit den Büchern, drückt ihre Köpfe auf das Papier. Alan Rickman, du bist ein Gott. Diese Szene ist so nicht im Buch. Sie hat auch keine große Relevanz für den Film, aber ist trotzdem fantastisch. Absolut. Macht uneingeschränkt Spaß. Mein Platz 3 ist die Frettchen-Szene, weil es einfach... Oh. Es ist einfach schön. Malfoy bekommt endlich das, was er verdient hat, schon seit langem. Und so einen speziellen Spice gibt es einfach noch, weil er endlich mal dafür auf die Fresse kriegt, dass er raushaut. Das werde ich meinem Vater erzählen. Oder warte nur, bis mein Vater das mitkriegt. Ich liebe es, dass darauf endlich mal eingegangen wird, dass er dafür nochmal einen richtigen Rundschlag kriegt. Geil. Schön.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Mein zweites dreht sich auch um Mad-Eye Moody und das ist die Unterrichtsszene, weil es sind die drei unverzeihlichen Flüche. Mad-Eye ist ein cooler Lehrer und eine spannende Figur und wie er das alles präsentiert, was da alles passiert, der Turn mit dem Imperio-Fluch von wegen, ich könnte sie jetzt ertränken, boom, Stille. Oder das mit Cruciatus, mit Neville, Avada Kedavra, mit Harry und so weiter. Da wird sehr, sehr, sehr viel erzählt und dennoch ist sie sehr kurzweilig und sehr stark gemacht. Von daher, es etabliert eine ganz neue Welt mit den drei Flüchen, die fortan tatsächlich einen Hauptteil der Geschichten bestimmen, was Zauberei angeht. Diese Szene. Unterricht bei Professor Moody. Mein zweiter Platz ist eine Szene, die wir vor ein paar Minuten erst besprochen haben, die klassische Ma-Boy-Story. Ma boy! Es ist Kid ma unfassbar, emotional, es ist sehr, sehr, sehr traurig, es ist wunderbar inszeniert, wunderbar gespielt. Es ist eine all-around wunderbare Szene. Keine Frage. Platz 1, Voldemort is back. Der Kessel schrumpft in sich zusammen zu einem Feuerball. Daraus entsteht der Fötus, woraus dann Lord Voldemort wird im schwarzen Umhang, der sich letztendlich mit seinen Händen über den Kopf reibt, der endlich wieder da ist und die Augen poppen auf. Und du siehst diese schlangenartigen Pupillen zu der Schlangennase. Und er schaut in die Kamera und es ist Voldemort is back. Hammer. Ja, mein Platz 1 ist dein Platz 3. Die Comedy-Szene. Snape krempelt die Ärmel hoch und ballert den von hinten einen rüber. Das ist der Hammer. Das ist einfach geil. Weil sie es geschafft haben, diese Szene, die man sich eigentlich nicht lächerlich vorstellen kann, oder nicht lächerlich vorstellen kann, so in diesen Film einzupflegen, dass es natürlich wirkt und organisch und nicht deplatziert. Was leider nicht immer im Film funktioniert hat. Aber in dieser Szene klappt das wunderbar. Du hast mit den Weasley-Zwillingen, ich glaube, George ist es, diese wunderbare Szene, die das Ganze auch nochmal auflockert und die aber auch den Plot vorantreibt, indem es nämlich Druck auf Harry und Ron ausübt, sich endlich ein Date für den Ball zu besorgen. Wunderbar. Geil. Keine Frage. Keine Frage. Deshalb. Och, das war ein schöner Film. Ich glaube, ich gucke heute Abend erstmal diesen Film. Das traue ich dir zu. Tatsächlich. Einfach mal im Flow so ein bisschen. Mit den paar Sachen, die man jetzt weiß und die auch ihr jetzt wisst. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch diese vierte Episode. Ich hoffe, die anderen habt ihr gehört, sonst wäre es ein bisschen weird. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst auf Apple oder Spotify oder irgendeiner anderen Podcast-Plattform. Wo ist egal, solange ihr uns bewertet. Könnt uns auch was schreiben, entweder einen Brief, eine Postkarte oder einen Kommentar. Kommentar ist für euch wahrscheinlich am einfachsten, deswegen würde ich den empfehlen. Wie ihr es fandet, könnt ihr da haarscharf dokumentieren und auch Verbesserungsvorschläge anbringen. Die sind auch immer sehr willkommen, gerade für diese Special-Folgen, die ja nicht einfach zu machen sind und die auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wir bedanken uns dennoch für euer Zuhören und hoffen, ihr hattet Spaß und wünschen euch jetzt noch eine wundervolle Weihnachtszeit. Ganz genau, folgt uns auf Instagram und bis nächstes Mal. Dem, und ich bin's wieder aus der Postproduktion, ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Wie gesagt, diese Folge wird gesponsert vom Tegger Filmpalast, dem Hildesheimer Kino. Und wenn ihr jetzt überlegt, oh, wann war ich das letzte Mal im Kino? Tja, gerade geht es nicht. Da habt ihr Pech gehabt. Aber wenn ihr mal wieder Lust habt auf Popcorn, auf eine Cola und auf einen wirklich schönen Film in einer wirklich schönen Umgebung, dann sei euch das Tegger, und das klingt jetzt nach einer sehr aggressiven Werbung, aber nein, es ist ein Herzenskino von mir, ein Herzenskino meiner Kindheit. Sei es euch wärmstens ans Herz gelegt. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist aber sehr teuer, ich weiß gar nicht, ob mir das wieder gefällt, dann könnt ihr bei uns zwei Freikarten gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, sage ich mit meiner besten Radiomoderatorenstimme, das erfahrt ihr bei uns auf der Instagram-Seite. Da könnt ihr vorbeischauen, @Steinwurf im Glashaus, da ist alles zum Gewinnspiel zu finden. Von daher. Tja, bleibt mir nur noch zu sagen, macht es gut. Wir sehen uns in einer Woche. Wir hören uns wahrscheinlich primär in einer Woche wieder zum großen Steinwurf im Glashaus Jahresrückblick. Bis dahin habt eine schöne Zeit und vor allem wunderschöne Weihnachten.